wir müssen über den Kapitalismus sprechen. Das ist nicht so einfach. Das hat ja längst religiöse Züge angenommen. Die Menschen im Westen haben den Glauben an alles verloren, aber sie glauben unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt das Beste wäre. Man kann genauso gut wieder an den Osterhasen glauben, aber das ist das Schöne an Religion. Da gibt es nichts zu diskutieren, man muss das nicht begreifen, man muss das einfach nur glauben. Und die Götter in der Religion Kapitalismus sind Wachstum und Produktivität. Wer da was gegen sagt, der hast du doch nicht alle. Ohne Wachstum geht doch nicht zu wissen, dass alle. Beschäftigung durch Wachstum, ewiges Wachstum ist schwierig. Fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Wir haben das Wachstum der letzten 40 Jahre mit Schulden finanziert und haben jetzt eine Schuldenkrise. Wie wollen die da raus? Durch Wachstum. Was anderes kennt das System ja gar nicht. Wie wollen die das neue Wachstum finanzieren? Kennen Sie das Lied "Ein Loch ist im Eimer"? Es kommt noch besser. Nachdem wir jahrzehntelang geglaubt haben, man muss Schulden machen, um mit Konjunkturprogrammen das Wachstum anzukurbeln, hat die Merkel jetzt herausgefunden, man kann Wachstum auch durch Sparen ankurbeln. Ja, nicht in Deutschland, aber in Griechenland, Spanien und Portugal. Für die Methode muss es warm genug sein. Die Schuldenbremse bringt die Rettung. Was bremst die Schuldenbremse? Na, die Schulden, sagen Sie. Ist doch klar, Ihre Handbremse bremst ja auch die Hand. Was die Schuldenbremse bremst, können Sie die Griechen fragen. Oder Sie warten bis 2020, wenn die deutschen Städte keine neuen Schulden mehr machen dürfen und hier alle Einrichtungen geschlossen werden müssen. Die Merkel redet von der Wettbewerbsfähigkeit. Die Menschen Südeuropas müssen wettbewerbsfähig werden. Die Länder müssen wettbewerbsfähig werden. Griechenland muss sich ein Beispiel an uns nehmen. Wir sind ja Exportweltmeister. Wahrscheinlich geht die Merkel davon aus, wenn alle Länder mehr exportieren, als sie importieren, sind die Probleme gelöst. Dann ist die Familie Beckerbauer größer als zunächst vermutet. Aber nein, das Gequatsche von der Wettbewerbsfähigkeit soll ja nur an die tiefsten Instinkte appellieren, die der Deutsche hat. Das Wissen, dass die Südeuropäer von Haus aus alle faul sind. Das ist jetzt auch nicht bös gemeint. Die sind ja einfach, da können die auch nichts für. Das hat der Sarrazin ja nochmal erklärt, der alte Genetikexperte. Die kommen da mit der Hängematte auf der Welt, da machen sie nichts dran. Der Deutsche kommt auf die Welt und ist fleißig, von Haus aus. Der packt an, der baut auf, wenn was kaputt geht, baut er das wieder auf. Wenn nichts kaputt ist, macht er was kaputt, damit er was zum Aufbauen hat. Der Deutsche arbeitet und macht und tut und spart. Wenn auf der Welt was passiert, wer muss es bezahlen? Der Deutsche. Wir müssen immer alles bezahlen. Wir sind die Zahlmeister der Welt, das Sozialamt der Welt. Und wir Deutsche sind die Einzigen auf der ganzen Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir auch ganz genau werden. Sei mal einfach ehrlich, als die Mauer aufging vor 25 Jahren, da ist doch hier im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Guck dich doch mal an, wie das da aussieht, hat es damals immer geheißen. Was haben die denn da 40 Jahre lang gemacht im Osten? Mein Lieblingssatz war immer, die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Guck dich die Städte da mal an, hat es geheißen. Das sieht da aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien, bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Und den Rest der Ablenkung besorgen die Medien. Unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Die Deutschen regen sich sehr gerne auf, aber diese Aufregung muss in Bahnen gelenkt werden. Wir sollen uns auf keinen Fall über Dinge aufregen, die man ändern könnte. Wir sollen uns auch nicht über Dinge aufregen, die man ändern müsste. Wir sollen uns über Dinge aufregen, wo man gar nichts machen kann. Wetter zum Beispiel ist immer ein schöner Aufreger. Also inzwischen hat das ja eine Hysterie erreicht im Boulevard, wenn 3 Tage schönes Wetter war, steht in der Bild-Zeitung, wird es nie wieder regnen. Jetzt Flüchtlinge, da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Was für ein Thema, ein Riesenthema. Keiner hat Berichte über die Probleme, bevor sie gekommen sind. Jetzt, wo man nichts mehr machen kann. Jetzt wird da eine Obergrenze, die CSU, wie so ein kleines Kind. Wir brauchen eine Obergrenze. Ja und dann? Was dann, Herr Söder? Stellen Sie an die Grenze und sagen so, das war's jetzt hier, stopp. Wie, das war Ihr Ehemann? Ja, das war, haben Sie gerade richtig gesagt. Ne? Ja. Ein Zaun bauen. Wo lebe ich hier?
Die Ossis haben sie nie mal von der Mauer aufhalten lassen. Und die haben nicht gehungert. Was glauben Sie, was passiert, wenn 1 Million verzweifelte Menschen vor einem Zaun ankommen? Sagen die dann, ach, da steht ein Zaun, ja, dann gehen wir wieder nach Hause, hat ja keinen Zweck, ne? Anstatt jetzt darüber zu diskutieren, was man machen könnte, wie man es anpacken könnte, wird wieder über Dinge geredet, die völlig sinnlos sind. Vor einem Dreivierteljahr noch haben sie uns mit der Germanwings-Katastrophe beschäftigt. Können Sie sich erinnern? Wochenlang. Wie kann man verhindern, dass jemals wieder ein depressiver Pilot, eine Maschine, man kann es nicht verhindern. Genauso wie man Anschläge nicht verhindern kann. Es wird immer und immer wieder passieren, weil es durchgeknallte Verbrecher gibt. Und es hat nichts mit Krieg zu tun, meine Damen und Herren. Es sind Verbrecher, die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Und da machen die Medien einen Riesenbohai. Kann man für Sicherheit in Deutschland garantieren? Den kann man nicht. Anrufsendungen im Radio. Innenminister Jäger hat sich gestellt und eine Frau fragt verzweifelt, Herr Innenminister, kann man jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt gehen? Das sind dieselben Leute, die gerne im Zweifel zweimal die Feuerwehrzufahrt zupacken, weil kein anderer Parkplatz frei ist, meine Damen und Herren. Die beschäftigen uns mit Dingen, wo man sowieso nichts machen kann. Sei mal ehrlich, wenn jetzt gerade nicht Flüchtling und Terror wäre, wäre ja Grippe. Normal, würden wir jetzt alle von der Grippe dahin gerafft. Sie erinnern sich, wie oft sind wir schon von Pandemien dahin gerafft worden in unsere Medien? Wir wenige, die wir damals BSE überlebt haben. Das war so knapp, ich erinnere mich genau. Noch völlig geschwächt von Creutzfeldt-Jakob fiel die Vogelgrippe über uns her. Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht, fragen Sie die Schweine. Letztes Jahr hatten sie Ebola. Ebola? Ist auch nichts geworden, ne? Keine Rede mehr von. Letztes Jahr um die Zeit, die Aufregung war riesig, können Sie sich nicht mehr erinnern. Letztes Jahr um die Zeit, wenn in Nordrhein-Westfalen irgendwo ein dunkelhäutiger Mensch in Schwitzen geriet, der wurde sofort in Schutzanzüge gepackt. Der wurde zur Uniklinik in Düsseldorf gebracht. Und 3 Tage lang wurde berichtet, er hat die Symptome, wir wissen noch nicht, ob es Ebola ist, wir halten sie auf dem Laufenden. Und dann am Ende mit so einem bedauernden Unterton, nee, war doch nur eine Grippe. Also. Und dann machen sie es verrückt mit den Meldungen in den Zeitungen. 1500 Tote durch Ebola in Afrika in einem Monat. 1500 Tote durch Ebola, der Deutsche weiß gar nicht, wohin mit seinen Empfindungen. 50.000 Menschen verhungern jeden Tag auf der Welt, seit 20, 30 Jahren. Den habe ich im Fernsehen schon beim Hungern zugeguckt als Kind, beim Abendbrotessen. 50.000 Hungertote jeden Tag. Das ist aber kein Thema in der Zeitung. Das könnten ja jeden Tag in der Zeitung schreiben. Ein totes Flüchtlingskind am Strand der Türkei. Da weiß das deutsche Volk nicht, wohin mit seinen Emotionen. 50.000 Hungertote? Ich bitte Sie. Hunger ist doch kein Thema für unsere Zeitung. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Ebola, Hunger und Flüchtlinge ist? Hunger kann man nicht nach Deutschland einschleppen. Der Deutsche sorgt sich doch nicht um das Schicksal der armen Afrikaner. Der Deutsche hat Angst, er könnte sie beim Afrikaner mit Ebola anstecken. Gleichzeitig sterben 12.000 Deutsche jedes Jahr in diesem Krankenhauskeim. Diese multiresistenten Keime, kennen Sie die? Wo kein Antibiotikum mehr hilft. 12.000 Tote jedes Jahr. Da habe ich vor 20 Jahren die ersten Texte darüber geschrieben. Seitdem gibt es Programme, die man umsetzen könnte, um diese Keime in den Griff zu kriegen in Krankenhäusern. Passiert ist nichts, natürlich nicht. Es wird ja Geld kosten. Außerdem könnte man das machen und das tun wir ja nicht. Kein Thema für die Zeitung, man könnte ja was ändern. Es gibt die Keime immer noch. Vielleicht sollte man den Leuten, die Angst haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, vorschlagen, mal lieber ins Krankenhaus zu flüchten. Denn da traut sich ISIS wegen der Keime nicht rein. Diese Krankenhauskeime können Sie in Afrika auch gar nicht kriegen. Da müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben. Schon in Holland sind die nicht vorrätig, können Sie verlangen. Schon in Venlo haben die nicht im Krankenhaus. Wir werden lieber beschäftigt mit FIFA-Fußballskandal. Das ist auch so ein Thema. Boah, die sind da korrupt. Ja, wer hätte das geglaubt, meine Damen und Herren? Das ist doch nicht wahr. Wenn die jetzt noch rausfinden, dass der Papst katholisch ist, dann ist aber alles vorbei. Oder ADAC-Skandal vor knapp 2 Jahren. Wochenlang, das sind so Skandale nach dem Geschmack von Angela Merkel. Alle können mitreden, alle können sich aufregen und es geht um gar nichts, um überhaupt nichts. Wie viele Deutsche welches Auto toll finden. Die hatten da beim ADAC Statistiken gefälscht. Was haben die gelacht bei VW damals? Ich wusste auch nicht, dass man Statistiken fälschen kann.
Also außerhalb der Agentur für Arbeit. Ach, das habe ich eben noch vergessen. Wenn Sie arbeitslos sind und Sie haben es mit List und Tücke in die Arbeitslosenstatistik reingeschafft. Und Sie werden dann krank, müssen Sie das dem Arbeitsamt mitteilen. In der Woche, in der Sie krank geschrieben sind, werden Sie aus der Arbeitslosenstatistik wieder rausgerechnet. Sie stehen im Arbeitsmarkt ja nicht zur Verfügung, Sie werden auf nicht arbeitssuchend gestellt im System. Das ist kein Scherz von mir, auf sowas kommen Sie nicht mal nach zwei Flaschen Lambrusco. Die rechnen jede Woche noch ein paar tausend Krankgeschriebene aus der Arbeitslosenstatistik raus, damit sich die Zahl im Fernsehen besser anhört. Und Sie haben wieder was gelernt. Wenn es Ende Dezember heißt, 15.000 Arbeitslose weniger, Grippe. Es ist doch Ruhe. Seit Jahren gibt es die Probleme. Seit Jahren haben wir die Entwicklung, dass die Menschen von normalen Einkommen in großen Städten die Mieten nicht mehr zahlen können. Wo sind die Proteste? Es gibt sie nicht. Es ist Ruhe. Wenn die Deutschen mal in größerer Zahl auf die Straße gehen, dann, weil sie Angst haben vor der Islamisierung des Abendlandes. Dann haben sie Riesendemos. Pegida, nicht mal die katholische Kirche, hat Angst vor der Islamisierung des Abendlandes, aber die Atheistin in Dresden. Pegida, patriotische Europäer. Ich liebe ja das Wort Patriot. Diese geniale Mischung aus Patria und Idiot. Wer überhaupt nichts hat, weder Geld noch einen Funken Verstand, dem bleibt immer noch das Vaterland. Da laufen Menschen hinter Transparenten, ja, da steht drauf, gegen Gotteskriege auf deutschem Boden. Was soll das? Wer soll dafür sein? Mal eine Hand hoch. Ich bin auch gegen schlechtes Wetter, mache ich deshalb eine Demo. Wo sind die Demos gegen Wohnungseinbrüche auf deutschem Boden oder gegen die Machenschaften der italienischen Mafia? Aber die sind ja katholisch, das ist ja nicht das Problem. Nein, der Islam ist das Problem. Die Deutschen haben Angst vor dem Islam. 4 Millionen Muslime leben in Deutschland. Die stehen kurz davor, die Scharia hier auszurufen. Sie müssen auch manche Mails mal lesen, die ich bekomme. Leute, die Sie als meine Fans bezeichnen. Herr Pispers, ich bin seit Jahren Ihr Fan. Aber das mit den Muslimen müssen Sie auch mal richtig darstellen. Einer hat geschrieben, ich will mich nicht beim Türken integrieren. Und dann merkt man, dass man einige seiner Besucher gar nicht näher kennenlernen möchte. Sagen wir es mal so. Vier Millionen Muslime leben friedlich in diesem Land. Und da gibt es 6.000 Durchgeknallte, die nennen die Salafisten. Die schätzen natürlich, wie viele es sind. Angeblich sind davon 3.000 gewaltbereit. Das ist natürlich gefährlich. Gewaltbereit. Die Nazis sind zum Glück nur gewalttätig. Aber Salafisten sind gewaltbereit. Und jetzt sollen sich die Millionen friedlichen Muslime permanent von diesen durchgeknallten Salafisten distanzieren. So wie wir uns früher von der RAF distanzieren mussten. Sie können sich vielleicht erinnern. Für die jüngeren Leute, es geht nicht um die Royal Air Force. Wir mussten damals immer betonen, dass wir auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie können sich doch erinnern. Man musste immer sagen, ich stehe auf dem Boden, ganz wichtig, man muss auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, so wie der Verfassungsschutz. Ganz wichtig, dass man in Deutschland... Kennen Sie Verfassungsschutz, die Dachorganisation vom NSU. Und die Politiker kommen bei Pegida und sagen, ja, das sind nicht alles Nazis, die da demonstrieren. Das stimmt sogar, es sind nicht alles Nazis. Viele sind einfach nur strunzdumme Hohlköpfe. Und den strunzdummsten Hohlkopf hatten sie dann zu ihrer Sprecherin gekürt. Frau Oertel, vielleicht können Sie sich erinnern. Das Gesicht der Bewegung ist vielleicht der falsche Körperteil, aber die Sachsen-Barbie habe ich sie damals genannt. Eine imposante Erscheinung, permanent Make-up und abwaschbares Hirn. Und die saß dann damals sonntagsabends im ersten deutschen Fernsehen zur besten Sendezeit mitten in der Jauchegrube und erklärte allen Ernstes, die Pegida-Bewegung habe Tabuthemen auf die Tagesordnung gesetzt und nannte als Beispiel für Tabuthemen die Themen Migranten und Asyl. Und der intellektuell schon immer völlig überforderte Moderator fand das Kärtchen nicht, wo drauf steht, was ist das denn für ein Quatsch, was Sie da erzählen? Tabuthema Migranten, da reden wir ja nur hinter vorgehaltener Hand drüber über Migranten. Ich glaube, über Migranten könnte mal einer ein Buch schreiben. Herr Sarrazin, schreiben Sie mal ein Buch über Migranten. Ich glaube, das wäre ein Bestseller. Probieren Sie es mal aus. Was läuft hier? Und da kommt Sigmar Gabriel und sagt, man muss auch Verständnis für diese Leute haben. Nein, muss man nicht.
Man muss nicht für jeden Scheiß Verständnis haben, meine Damen und Herren. Es sind keine kleinen Kinder, die mit ihrem AA spielen. Man muss kein Verständnis haben, wenn Menschen ihren offensichtlichen fremden Hass hinter der Angst vor dem Islam verstecken. Und ich muss auch kein Verständnis haben, wenn Politiker sich noch bei jedem einschleimen, der sich noch zur Urne schleppen kann. Sigmar Gabriel, der ist seit über 2 Jahren Wirtschaftsminister. Seit 3 Jahren, meine Damen und Herren, bettelt das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der UNO, bettelt seit 3 Jahren, dass der Westen endlich Geld gibt, um diese riesen Flüchtlingslager in Jordanien und im Libanon besser versorgen zu können. Vielleicht haben Sie die Bilder mal gesehen. Libanon, ein Land mit 1 bis 2 Millionen Einwohnern und 1,5 Millionen Flüchtlinge. Die sitzen da in Riesenlagern, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Man hat Mühe, die Menschen zu versorgen, ohne Perspektive auf irgendwas. Und seit 3 Jahren betteln die Hilfsorganisationen, wir brauchen Geld, um die Leute hier zu versorgen, sonst machen die sie irgendwann auf den Weg. Darüber ist ja nicht einmal berichtet worden. Nicht einmal. Sigmar Gabriel ist auch nicht einmal da gewesen, aufgrund der Bitten, macht was, nein. Sigmar Gabriel trifft sich mit Pegida. Damit denen alle sich getroffen, ja klar. Und wenn die Leute sich endlich auf den Weg machen, die Flüchtlinge, weil sie es nicht mehr aushalten, dann trifft sich Sigmar Gabriel mit Til Schweiger, um was für die Flüchtlinge zu tun. Das war für mich ja das Foto des Jahres. Til Schweiger und Sigmar Gabriel. Der Kein-Ohrhase trifft den Kein-Hirn-Politiker. Sigmar Gabriel, wenn ich den sehe, denke ich immer, früher waren dick und doof mal 2. Und die Merkel immer mittendrin und an der bleibt nichts hängen. Das ist doch faszinierend, oder? Die hat es raus. Sie hat einen ganz eigenen Stil. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, so wie der Seehofer oder so, dann sagt die nicht, das ist falsch, das ist Quatsch, das sehe ich anders. Also wenn es ganz dick kommt, sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben sie richtig die Arschkarte. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach den Verhandlungen in Minsk zur Ukraine hat sie gesagt, in Anbetracht dessen, was wir erreicht haben, kann ich sagen, dass das, was wir erreicht haben, mehr ist, als wenn wir es nicht erreicht hätten. Wo kriegt man die Tabletten her? Da wieder verblüfft sie mich mit einem kurzen, klaren Satz, ohne Hintertürchen, mitten in der Pegida-Debatte damals. Der Islam gehört zu Deutschland. Da habe ich gedacht, jetzt haben sie ihr die Tabletten geklaut. Aber sie wurde sofort zurückgepfiffen. Vom starken Mann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, der Fraktionsführer. Das ist der, der den anderen sagt, wann sie den Arm heben müssen. Fraktionsdisziplin. Der Kauder hat gesagt, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Muslime gehören zu Deutschland. Das ist jetzt kein Duktus, das ist Kauderwelsch. Dann wieder Merkel in Bestform, am Tag nach der Katastrophe in Fukushima. Man kann in einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte kein anderer Politiker überlebt. Ja, man kann sich widersprechen. Na, ein paar Wochen, aber nicht im selben Satz. Das dürfen nur 2 Menschen in Deutschland. Merkel und Beckenbauer. Beckenbauer darf alles, ne? Das ist der Kaiser. Das ist Ganzjahreskarneval. Das wissen die jungen Leute auch nicht, woran das liegt. Der Beckenbauer, das ist der Mann, für den ist das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden. Und er hatte wirklich viel in den Beinen, muss man sagen. Die Sprüche von Beckenbauer immer wieder erfrischend und hervorragend. Zur WM in Katar einfach nur großartig. Alle ringen sie auf. Die Scheiß lassen die Stadien Katar mit Sklaven bauen. 160 tote Sklaven schon beim Stadionbau in Katar. Unsere Zeit und in heller Aufregung. Ist das moralisch verantwortbar, eine WM veranstalten zu lassen? Und der Beckenbauer kommt in seiner unheimlichen Art, mehr oder weniger wörtlich. Das ist doch alles Quatsch. Die haben doch keine Ahnung. Ich bin mehrfach da gewesen. Ich habe da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute laufen da alle frei rum.
für den richtigen Kaiser. Da ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das zählt nicht. Der Beckenbauer ist beliebt, da können Sie machen, was Sie wollen. Die Merkel ist auch beliebt, die kann auch machen, was sie will und sie hat alles versucht. Seit Jahren in jeder Umfrage sind 70% für Merkel. Wahrscheinlich steckt die ADAC dahinter. Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In ein und derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche hat Mülltrennung derart verinnerlicht, der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Die Medien benutzen Themen, das wird mir immer klarer. Arabischer Frühling war so ein schönes Beispiel. Erst waren sie so begeistert, der arabische Frühling, schaut euch an. Die Araber haben die Demokratie entdeckt. Herrliche Bilder, sie jagen die Diktatoren ins Meer. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon wieder nach. Ja, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seien Sie nicht so feige, in Leipzig war mehr Stimmung an der Stelle. Seitdem können wir das Ganze sprachlich auseinanderhalten. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließ sehr schnell nach. In unseren Medien, ja, die waren da befreit und sind gar nicht zum Christentum übergetreten. Das hat überhaupt keiner verstanden. Und dann kamen die ersten freien Wahlen in Tunesien und da wählen die mehrheitlich muslimische Parteien. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Moslems wählen mehrheitlich muslimische Parteien. Wie krank ist das denn? Das ist doch, als wenn Sie als Katholik in Bayern, ja, was kann man da wählen? Da stand in der Rheinischen Post, allen Ärzten in der Überschrift, sind die überhaupt reif für Demokratie? Also nicht die Bayern, sondern jetzt die Tunesier. Man lässt die Ägypter frei wählen, da wählen die einen Herrn Morsi als Präsidenten, einen Muslimbruder. Der macht Gesetze, die vielen nicht gefallen haben. Ich noch gesagt, das ist mir auch schon passiert. Sogar Leute, die den Morsi gewählt hatten, waren hinterher enttäuscht. Und ich sag noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Dann stellt sich raus, die Demokratie in Ägypten ist weiterentwickelt als hier. Ja, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben. Sie müssen nicht 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach die Armee an und sagen, können Sie den Mann mal verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort sagen, wo soll ich sie hinsperren? Ne? Die von der Leyen, die schacht auch mit den Hufen. Ne? Die will auch noch ganz oben, oder? Die ist mir unheimlich, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sehen Sie, Schäuble und de Maizière, die sind einfach nur widerlich. Aber die von der Leyen, die ist mir unheimlich. Ja, das ist für mich so eine Art Franz Josef Strauß nach Photoshop. Das Tolle an Strauß war, der kam immer genauso widerlich rüber, wie er war. Der konnte sich nicht verstellen. Und das ist bei der von der Leyen anders. Und die kann ja alles. Sie hat schon weit gebracht. Ist ja unsere Reservemutti, also die Mutti der Reserve. Und sie war schon Gesundheitsministerin, sie war Familienministerin, sie war Arbeits- und Sozialministerin. Sie sitzt bei der Bundeswehr, das ist die Wanderhure des Kabinetts. Aber stellen Sie nur kurz vor, wir lassen die Merkel verhaften von der Bundeswehr. Und wenn CDU und CSU ein Protestcamp in Berlin errichten, um gegen die Verhaftung der gewählten Kanzlerin zu demonstrieren, erklären wir die zu Terroristen und lassen die über den Haufen schießen. Das ist das, was in Ägypten passiert ist. Sehr lustig, ne? Das ist ja die neue Mode übrigens. Menschen, die eigentlich in den Kram passen, zu Terroristen zu erklären. In der Türkei geschieht das gerade auch. Erdogan erklärt jeden, der gegen seine Politik ist, zum Terrorist. Und der ist dann rechtsfrei, vogelfrei. Erdogan kennen Sie, unser Moslem Putin. Da haben sich jetzt auch die 2 Richtigen entwickelt, oder? Erdogan und Putin. Ich schlage ja vor, die zur Lösung des Konflikts mal für 2 Stunden allein in ein Zimmer zu sperren. Dann sind wir den Erdogan schon mal los.
Der Erdogan hat die Büros der kurdischen Partei, die bei der letzten Wahl so gut abgeschnitten, in Brand stecken lassen. Der bombardiert seine eigene Bevölkerung mit der Luftwaffe. Da muss man aber keine Sanktionen verhängen, keine Sorge. Natürlich nicht. Der Putin behandelt seine eigene Bevölkerung ja viel schrecklicher. Da muss man was machen. Der Erdogan, der hilft uns doch mit den Flüchtlingen. Könnte der Putin uns die Flüchtlinge vom Leib halten, hätte der auch keine Sanktionen mehr am Hals. Widerstand wogegen? War doch eigentlich alles super, oder? Bis die Flüchtlinge kamen. Es lief doch. Wir hatten die Euro-Krise hinter uns. Deutschland war längst wieder die Lokomotive in Europa. Die DAX-Konzerne haben letztes Jahr so viel Gewinne gemacht wie noch nie zuvor. Die Chefs der DAX-Konzerne haben so viel verdient wie noch nie zuvor. Es sind noch nie so viele Dividenden ausgeschüttet worden. Die Zahl der Arbeitslosen ist doch stabil. Seit 2, 3 Jahren nie mehr als 3 Millionen. Jetzt sind sie runter, 2,8, jetzt 2,6 Millionen Arbeitslose. Und der Satz, der mich begeistert seit über einem Jahr, ich lese es immer und immer wieder, es hat noch nie so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick. Ist das nicht großartig? Es hat noch nie so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt sogar. Und noch nie konnten so viele Menschen von der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Das stimmt auch. Eine Million Deutsche arbeitet inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen. Die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Und konsequenterweise wird seit knapp einem Jahr Prostitution mitgezählt beim Bruttosozialprodukt. Früher wurde für das Bruttosozialprodukt in die Hände gespuckt, heute werden ganz andere Dinge verlangt. 2,6 Millionen Arbeitslose, das hören Sie in den Nachrichten, das lesen Sie in der Zeitung und dann denken Sie, das muss ja stimmen, klar. Da ist noch 1 Million Menschen ohne Arbeit, aber die werden nicht als arbeitslos gezählt. Die sind in Umschulungen und Fortbildungen. 1 Million Arbeitslose sind permanent geparkt in Umschulungsmaßnahmen. Früher wurden die mitgezählt in der Arbeitslosenstatistik, heute sind die outgesourced. Wir haben also praktisch 2,6 Millionen Arbeitslose plus 1 Million Menschen ohne Arbeit, die nicht arbeitslos sind. Kennen Sie Aufstocker? Eine wunderbare Einrichtung. Wer 3 Stunden Arbeit am Tag hat, gilt auch nicht als arbeitslos. 3 Stunden Arbeit am Tag. Sie verdienen ein Taschengeld, da kommen Hauptschüler so gerade mit zurecht. Aber Sie haben ja Arbeit. Und Sie kriegen es aufgestockt vom Arbeitsamt auf Hartz-IV-Niveau. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Die zähle ich jetzt auch mit zu den Arbeitslosen. Das ist doch alles Beschäftigungstherapie. Also 2,6 Millionen plus 1 Million plus 1,4 Millionen. Ich komme immer noch auf 5 Millionen Menschen, die eigentlich arbeitslos sind. Und dann kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, ein gewisser Boris Palmer. Das ist einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg. Und sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose wie damals. Die haben wir jetzt auch, du Müsli-Brüderle. Die habt ihr doch nur umgetauft. Die 1 Million Menschen bei den Leiharbeitsfirmen arbeiten für 2/3 von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde als Lohn. Und dann haben wir noch 6 Millionen Menschen, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Wir reden von 833 Euro brutto im Monat. Da zahlen sie keine Steuern. Dafür ist es zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen Sie abdrücken. Wir sind so stolz. Es sind sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Von den 833 brutto geben Sie nochmal 20% ab. Arbeitslosen, Kranken, Renten und Pflegeversicherung. Da sind Sie wieder bei Hartz IV. Wir reden jetzt von 13 Millionen Menschen, denen wir nichts anbieten können, wo mehr als Hartz IV bei rumkommt. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir keine Jobs anbieten, wo man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn eine Familie gründen kann. Wie würde die Kanzlerin zusammenfassend sagen, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und es ist Ruhe, oder? Das Schuldenproblem in Deutschland ist mit einem Schnips zu lösen. Und das würde wahrscheinlich in allen anderen Ländern auch funktionieren. Wir Deutschen haben 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Das heißt, jeder von uns hat pro Kopf 25.000 Euro Staatsschulden, sagt der Bund der Steuerzahler. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch, Sie müssen mal aufräumen. Ne? Das Geld ist doch da. Das Barvermögen der Deutschen beträgt 5.000 Milliarden Euro. Ist Ihnen das gar nicht bekannt? Ohne Immobilien besitzen die Deutschen 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Das sind pro Kopf 60.000. Wo sind Ihre 60.000? Gut, das Geld ist schlecht verteilt, das gebe ich jetzt gerne zu. 50% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Wer in den Fabriken für kleines Geld schuftet, um die Zinsen zu erwirtschaften, die die Reichen kassieren, der kann nicht zurücklegen, meine Damen und Herren. Diese Menschen haben Probleme genug, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Das reichste 1%
verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse. Und wir reden von Barvermögen. Die 10% besitzen 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Die können die Staatsschulden so bezahlen und hätten mehr Geld über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit zusammensparen kann. Jetzt sind wir eine Schicksalsgemeinschaft, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Und die Entschuldung Deutschlands, meine Damen und Herren, das ist von Volkswirten vorgerechnet worden. Bitte fragen Sie nicht Betriebswirte. Betriebswirtschaft ist Volkswirtschaft für Menschen mit Schwächen in Mathematik. Wenn die Reichen 10% die Hälfte ihres Geldes abgeben würden, wären unsere Staatsschulden so weit abbezahlt, dass der Rest zu machen wäre. Die müssen das nie auf einen Schlag abgeben. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, das wäre die berühmte Vermögensteuer, sind die 50% ja auch zusammen, nach 10 Jahren. Wir hätten eine Perspektive, dass Deutschland nach 10 Jahren entschuldet wäre. 5% pro Jahr ist das, was die letzten 20 Jahre jedes Jahr an Zinsen kassiert haben. Sie erinnern sich noch, was Zinsen waren? Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die selber nicht zurücklegen können. Wir wollen nicht das Geld haben, das Menschen hart erarbeitet haben. Und Geld kann auch selber nicht arbeiten. Sie können das ausprobieren. Versuchen Sie mal, einen 50-Euro-Schein eine Schippe in der Hand zu drücken. Wir wollen nicht an Vermögen ran, für das Menschen gearbeitet haben. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben und Deutschland wäre entschuldet. Was für eine Wahnsinnsvorstellung. Und wir reden bei der Vermögensteuer über Menschen mit einem Barvermögen pro Kopf ab 1 Million Euro aufwärts. Nur damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind. Wenn Sie zu den Unglücklichen gehören sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Eine Million können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammensparen. Machen Sie sich das klar. Wer kann 500 Euro im Monat sparen von seinem Einkommen? Und dann brauchen Sie 166 Jahre für 1 Million. Wir reden über unvorstellbares Vermögen. Die Familie Albrecht besitzt 20 Milliarden Euro. Wenn die nur noch 10 Milliarden haben, glauben Sie, dann müssen die von Butter auf Margarine umsteigen. Der Chef von Lidl, Herr Schwarz, besitzt alleine 20 Milliarden. Und diese Liste können Sie endlos fortsetzen. Da ist Geld ohne Ende. Und die wissen noch nicht mehr, was das wert ist. Anders ist doch sowas wie der Fall Achenbach hier in Düsseldorf gar nicht zu erklären. Haben Sie mitbekommen, der Kunsthändler Achenbach, der im Knast sitzt, weil er den Sohn vom alten Albrecht beschissen hat beim Kunsthandel. Der Sohn vom alten Albrecht hatte so viel Geld geerbt, der wusste überhaupt nicht, wohin damit. Und er war wahrscheinlich auch sonst intellektuell, wie sagt man heute, herausgefordert. Der wollte aber dazugehören. Ne? Hat er sich einen Kunsthändler kommen lassen in Achenbach, um ihm zu empfehlen, weil er sich da so ins Wohnzimmer hängen soll. Und der Achenbach hat relativ schnell gemerkt, der ist so reich, ob das Bild 6 Millionen kostet oder 7 Millionen, merkt er überhaupt nicht. Da fragt er auch nicht nach. Da holt er das Checkbuch aus, da füllt er das aus. Dann ist das, wenn Sie 6 oder 7 Euro bezahlen, wenn Sie was einkaufen gehen. Das sind die Dimensionen. Und der Achenbach hat schnell gemerkt, das ist egal, und hat überall was draufgeschlagen. Hier ein Oldtimer für 30.000, der nur 15.000 wert war. Und da ein Bild und da ein Bild. Im Laufe der Jahre hat der Achenbach diesen Albrechtssohn wohl tatsächlich um 20 Millionen Euro beschissen. So einen Mann darf man doch nicht einsperren. Der muss im Triumph so auf der Schulter durch die Stadt getragen werden. Oder noch besser, den würde ich auf Provisionsbasis fürs Finanzamt arbeiten lassen, meine Damen und Herren. Ein Winterkorn hat 15 Millionen Euro im Jahr verdient und kann sich hinstellen, sagen, er hat von allem nichts gewusst. Ein Zetsche bei Daimler verdient 8 Millionen Euro in einem Jahr und im nächsten Jahr will er 8,8 Millionen haben. Es wird ja auch alles teurer. Kann man so einem Typen keine Penisverlängerung anbieten? Das kann doch nicht mehr um Geld gehen. Es müsste keiner auf was verzichten durch die Vermögensteuer. Und es widerspricht doch nicht dem Grundgesetz. Es gibt nur ein Problem. Wir haben eine Demokratie. Und deshalb wird das nichts. Sie bekommen bei einer freien Wahl in Deutschland keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung langfristig finanziell profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Maximal 10% sind von der Vermögensteuer betroffen und mindestens 50% sind immer dagegen. Hatte ich schon gefragt, wie verblüht? Ach, hatte ich schon. Ja.
CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und auch die AfD vertreten alle dieselbe Wirtschaftspolitik. Das ist eine Einheitspartei. Wirtschaftspolitik. Innerhalb der SED gab es wahrscheinlich mehr Streit. Geschäfte durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Riester-Rente auch für die kleinen Einkommen, Zins- und Zinseszinspolitik. Man muss das Geld für sich arbeiten lassen, man muss wettbewerbsfähig werden. Mein Lieblingssatz ist immer, sozial ist, was Arbeit schafft. Das super Argument in jeder Talkshow. Sozial ist, was Arbeit schafft. Ich würde sagen, Herr Pufferler, wenn ich Ihnen Ihre Fresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wollen Sie vorher noch mal kurz erklären, was daran so sozial ist? Wir werden mit Schwachsinnsätzen regiert. Soziales, was Arbeit schafft, das Geld muss man für sich arbeiten lassen. Das funktioniert. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne holen zusammen immer mindestens 85% aller Stimmen. Das heißt, die bringen 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu stimmen. Wie machen die das? Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass er so ohne Schießbefehl, Mauer und Stasi geht. Die machen das mit einem Trick. Und das muss man sagen, das machen sie großartig. Die haben es geschafft, innerhalb von 40 Jahren dieser Bevölkerung einzureden, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem alternativlos ist. Dass das das einzig Richtige ist. Dass es jeder schaffen kann, wenn er sich nur anstrengt. Toi, toi, toi. Jeder kann von den 50%, die gar nichts haben, zu den 1% Superreichen kommen, wenn er sich anstrengt. Das ist echt eine Form von Hirnwäsche. Und Hirnwäsche funktioniert wie richtige Wäsche. Wenn Sie das Objekt lang genug und heiß genug waschen, schrumpft das. Und wer organisiert die ganze Hirnwäsche? Unsere Zeitung. Der Mythos vom fleißigen Deutschen. Der Chinese ist nicht voll, der Inder ist nicht voll. Es kommt doch knüppeldick, der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Nokia zog vor ein paar Jahren mit der kompletten Fabrik von Bochum nach Rumänien um. Da waren die wettbewerbsfähig geworden. Das heißt das nämlich. Wenn andere Länder wettbewerbsfähig werden, gehen bei uns die Arbeitsplätze verloren. Es ist ein Verdrängungswettbewerb. Es wird doch längst mehr von allem hergestellt, als man verkaufen kann. Was sollen die Griechen denn machen? Autos produzieren? Und dann bauen wir weniger Autos? Als Nokia in Rumänien verschwand, haben doch manche im Westdeutschland zum ersten Mal begriffen, die Mauer war unser Freund. Wir haben hier im Westen von der Mauer profitiert. Die hat uns reich gemacht. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten. Sie wären nicht reich, wenn Sie was verdienen. Mit Fleiß hat das auch nichts zu tun. Wenn Sie nur Klamotten von Menschen kaufen können, die denselben Stundenlohn haben wie Sie selber, da brauchen Sie nicht viele Schränke. Die Mauer hat uns die billigen Arbeitskraft aus Osteuropa als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt vom Hals gehalten und die billigen Importe durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns noch moralisch darüber empören. Eine Win-Win-Win-Situation. So wie sich viele heute empören, dass die Ungarn einen Zaun bauen gegen die Flüchtlinge. Und heimlich denken manche, zum Glück nehmen sie uns die Arbeit ab. Mutter meinte stets, immer knapp ehrlich bleiben. Die Mauer haben sie uns damals kostenfrei dahingestellt. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Mal ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, was war da? Strauß, Milliardenkredit, 1,5 Milliarden D-Mark Kredit für die DDR 1983. Da sind die noch mal 6 Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen, da können Sie mal sehen, wie ordentlich da gewirtschaftet worden ist. Wenn Sie das Geld heute nach Zypern überweisen, verdampft das auf dem Weg. Das wären heute 750 Millionen Euro. 750 Millionen Miese, das war bei der WestLB ein guter Tag. Die Banken haben tausende Milliarden vernichtet. Die Lehman Bank ist mit 500 Milliarden Euro Schulden in die Pleite gegangen. Diese kleine Bank hatte mehr Schulden, als ganz Griechenland in 40 Jahren aufgehäuft hatte. Und diese Banken, die warnen uns vor sozialistischer Misswirtschaft. Was soll das jetzt wieder sein? Sozialistische Misswirtschaft. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die DDR war unser Niedriglohnsektor. Die Brüder und Schwestern haben für kleines Geld die Sachen hergestellt, die bei uns die unteren Einkommensgruppen und die Studenten kaufen konnten. IKEA hat damals in der DDR produziert. Heute ist das doch allgemein bekannt, oder? Damals hat man das nur ahnen können. Ja, das Billigregal war immer ein typisches DDR-Produkt. Mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben.
Aber es war billig. Die billigen Kühlschränke, die Waschmaschinen unter der Marke Privileg bei Otto und Neckermann. Alles DDR-Produktion. Die ganze weiße Ware unter dem Namen Privileg kam aus der DDR. Praktika, die billige Kamera, die haben billige Jeans für den westeuropäischen Markt produziert. Und die Produktpalette können sie endlos fortsetzen. Die Brüder und Schwestern haben das Zeug alles für den Export produziert. Die Serber konnten sich das nicht leisten. Das, was die erwirtschaftet haben, ging komplett in den Erhalt ihres eigenen Gefängnisses. Im Grunde war das eine gut organisierte Arge. Man kann auch sagen, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Und jetzt sind die integriert. Ziehen Sie von den 17 Millionen DDR-Bürgern, die es gab, mal die Kinder und die alten Leute ab, da landen Sie ungefähr bei den 13 Millionen aus dem ersten Teil, die jetzt im Niedriglohnsektor tätig sind und da gar keine Arbeit haben. Das ist die Wahrheit über unser Wirtschaftssystem. Das funktioniert genau so und nicht anders. Sie lenken uns ab von den echten Problemen, von dem, was man lösen könnte. Die Eurokrise wäre dasselbe Spiel. In der Eurokrise haben Sie es nur mit Griechenland beschäftigt. Die eigentlichen Probleme, die dahinter stecken, sind bis heute nicht thematisiert und auch nicht gelöst. Das Problem der Schuldenkrise in Europa ist, dass alle Länder Europas unterfinanziert sind. Die haben zu wenig Steuereinnahmen, weil die Reichen nicht bereit sind, sich an der Finanzierung der Länder zu beteiligen. Und die großen Konzerne auch nicht. Amazon, Starbucks, die die meisten Gewinne machen, sind nicht bereit, Steuern zu zahlen und die Länder mit zu finanzieren. Und wenn ein Land in Europa mit seinen Steuergeldern nicht auskommt, was schlagen unsere Wirtschaftsexperten vor? Steuersenkungen, um die Konjunktur anzukurbeln. Das ist doch, als wenn Sie zu Ihrem Chef gehen und sagen, Chef, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, kannst du meinen Lohn senken? Völliger Quatsch, ne? Wenn aber der Wirtschaftsexperte vorschlägt, die Steuern zu senken, weil wir in Schuldenschwierigkeiten sind, dann finden alle, ja, das ist eine gute Idee. Die Griechen hatten bei Ausbruch der Schuldenkrise pro Kopf 29.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner hatten zum selben Zeitpunkt pro Kopf 35.000 Euro Staatsschulden. Wo hätten Sie jetzt gedacht, hätte mal gespart werden müssen? Ja, schon falsch, natürlich. Die Griechen mussten sparen. Löhne kürzen, Renten kürzen, Leute entlassen. Die Amerikaner haben einfach weiter neue Schulden gemacht. Die durften gar nicht sparen. Bei uns in der Zeitung stand, wenn Amerika zu wenig neue Schulden macht, dann ist die Weltwirtschaft in Gefahr. Obama hat jedes Jahr, dass er dran ist, 700 Milliarden Euro neue Schulden obendrauf gepackt. Der hat jetzt 6 Jahre lang jedes Jahr mehr neue Schulden gemacht, als Griechenland, Spanien und Portugal in 40 Jahren zusammen aufgehäuft haben. Die Amerikaner haben jetzt 6% Arbeitslosigkeit, die Konjunktur ist wieder angesprungen. Die Griechen haben gespart und gespart, haben 25% Arbeitslosigkeit, 60% Jugendarbeitslosigkeit, das Land ist komplett am Arsch. Das, was die Amerikaner rettet, da durften die Griechen auf gar keinen Fall machen. Sie müssen das nicht begreifen. Sie müssen es glauben. Es ist eine Religion. Wirtschaftswissenschaft. Kapitalismus ist eine Religion. Der Schäuble ist der festen Überzeugung, diese Sparpolitik wird Griechenland irgendwann helfen. Inzwischen sagt der Internationale Währungsfonds, die Griechen hatten bei Ausbruch der Krise ein Problem und dank der Politik, die Europa von dem verlangt hat, ist es jetzt eine Katastrophe. Die Sparpolitik hat Griechenland in die Katastrophe geführt. Wer hat auf der Sparpolitik bestanden? Unsere Regierung aus Merkel und Schäuble. Was sagt der Schäuble jetzt? Nicht, oh, das tut uns leid, so viel Ahnung hatte ich von Wirtschaft ja nur auch nicht, wir haben es versucht. Gut, dann machen wir jetzt was anderes. Nein, der Schäuble sagt, nein, das muss weitergemacht, die müssen noch mehr sparen, die müssen noch mehr sparen. Ne? Ich habe ihnen 2 Liter Blut abgenommen, sie kommen immer noch nicht auf die Beine, dann nehme ich ihnen noch 1 Liter Blut ab, dann wird es wohl besser werden. Das ist Politik aller Schäuble. Und dieser Mann ist inzwischen der beliebteste und angesehenste Politiker des Landes. Darf man eigentlich fragen, wie verblödet eine Bevölkerung sein kann? Der Schäuble ist Jurist, der hat doch von Wirtschaft nicht die Spur einer Ahnung. Der hat sich da ein paar Begriffe angelesen. Alles, was der weiß, ist, wie man 100.000 Euro im Rollstuhl versteckt. Und er weiß, wie man einen Meineid schwört, ohne dafür bestraft zu werden. Das weiß der als Jurist. Man hätte den Griechen auch ganz anders helfen müssen. Die Griechen sollten am Schluss 8% Zinsen zahlen, als die Krise ausbrach. Wer kann denn das? Keiner. Die Amerikaner haben nie mehr als 2% bezahlt. Zu keinem Zeitpunkt. Alle Welt leiht den Amerikaner Geld für 2%. Alle Welt weiß, die Amerikaner haben eine Armee. Die kommen sich das Geld sonst holen. Die Griechen können nur mit Tzatziki schmeißen. Ne? Den Rest leiht der amerikanische Staat sich bei der amerikanischen Zentralbank. Die Federal Reserve hat in den letzten 5 Jahren jeden Monat 80 Milliarden Euro in die Märkte gepumpt. Ohne Zinsen zu verlangen.
Jetzt sind sie runtergegangen auf 60 Milliarden im Monat. Schulden sind überhaupt kein Problem. Probieren Sie mal aus. Schulden sind dann kein Problem, wenn keiner das Geld wiederhaben will und Sie keine Zinsen zahlen müssen. Dann stören Schulden nicht weiter. Der amerikanische Staat finanziert sich bei der amerikanischen Zentralbank für 0% Zinsen und ist komplett überschuldet jetzt. Und die Konjunktur ist wieder angesprungen. Die japanische Zentralbank finanziert den japanischen Staat für 0% Zinsen. Seit 20 Jahren. Die kennen da seit 20 Jahren keine Zinsen mehr. Damals platzte die Immobilienblase in Japan. Die Japaner gehen zur Arbeit, die essen, die trinken, die fahren Auto und in Urlaub. In unseren Zeitungen steht seit 15 Jahren, die japanische Wirtschaft kommt nicht mehr auf die Beine, die haben kein Wachstum mehr. Nee, die leben einfach nur. Wenn Sie anfangen, sich damit zu beschäftigen, merken Sie, das Wachstum in der kapitalistischen Wirtschaft, das brauchen Sie nicht, damit die Menschen Arbeit haben. Das Wachstum brauchen Sie auch nicht, damit genug Produkte für alle da sind. Wir haben dann längst von allem zu viel. Das Wachstum im Kapitalismus brauchen Sie, wenn jedes Jahr mehr Zinsen erwirtschaftet werden müssen als im Jahr davor. Denn das Problem des Kapitalismus ist, dass das Vermögen permanent wächst. Auch in der Schuldenkrise ist das Vermögen gewachsen. Und auf dieses Vermögen müssen Zinsen erwirtschaftet werden, denn die Leute wollen doch Zinsen haben. Man lässt das Geld doch für sich arbeiten, ne? Macht doch jeder. Sie haben doch auch eine Lebensversicherung. Wenn Sie 4% Rendite haben wollen auf Ihrer Lebensversicherung, was glauben Sie, was die Allianzversicherung mit dem eingezahlten Geld macht? Sperren die das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Wenn Sie 4% haben wollen, müssen die doch jemanden finden, der 7% zahlt. Die haben Kosten, die wollen selber was verdienen und Sie wollen 4% haben. Also muss einer 7% zahlen. Wer zahlt denn 7% Zinsen? Jemand, der so arm ist, dass man ihn erpressen kann. Denn Geld anlegen, dass dabei 7% rumkommen, kann man nicht. Zumindest nicht in ehrlicher Arbeit. Fragen Sie mal mittelständische Unternehmer, wer hier 7% Eigenkapitalrendite erwirtschaften kann. Das funktioniert nicht, auch mit Immobilien nicht. 7% können Sie nur kriegen, wenn Sie jemanden erpressen oder wenn Sie ins Spielcasino gehen. Das ist die andere Möglichkeit. Und die Banken haben beides organisiert. Die Banken haben Länder wie Griechenland erpresst, bis zu 8% Zinsen. Jetzt erpressen wir jetzt gerade die Ukraine. Die Ukraine kriegt jetzt Hilfsgelder und muss 7% Zinsen zahlen. Völlig unmöglich für ein am Boden liegendes Land. Wenn wir Deutschen 7% Zinsen zahlen müssten auf unsere Staatsschulden, müssten wir 140 Milliarden Euro Zinsen jedes Jahr bezahlen. Das wäre die Hälfte unseres ganzen Staatshaushaltes nur für Zinsen. 7% geht irgendwann nicht mehr. Die Banken haben eine Erpressung organisiert und Spielcasino aufgebaut. Die sogenannten Finanzmärkte, wo Derivate gehandelt werden, wo kaum noch einer weiß, was das überhaupt ist. Finanzprodukte, die erfunden worden sind. Man kann Wetten abschließen auf fallende und steigende Kurse. Diese Wetten kann man wieder versichern, falls man falsch gewettet hat. Ist die Versicherung dran. Diese Versicherung kann man wieder an die Börse bringen, darauf kann man wieder wetten. Ein Riesengebilde, wo keiner mehr durchblickt. Glücksspiel und Erpressung. Die klassischen Geschäftsfelder der organisierten Kriminalität, meine Damen und Herren. Das sind unsere Banken. Und ich rede nicht von den kleinen Instituten, die unsere Konten führen, die wir brauchen. Ich rede von diesen ganzen Investmentbanken, die kein Schwein braucht, die mit Geld Geschäfte machen, das überhaupt nicht da ist. Aber die Zinsen müssen ja erwirtschaftet werden. Wer erwirtschaftet die Zinsen? In der wirklichen Wirtschaft müssen Menschen arbeiten und jedes Jahr produktiver werden. Noch mehr herstellen mit immer weniger Leuten oder noch mehr herstellen für immer weniger Lohn. Die Produktivität im Kapitalismus wird gebraucht, damit immer weniger Leute immer mehr herstellen können. Denn 40% von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, fließt inzwischen in Form von Zinsen oder Dividenden an die Leute, die das Geld haben. Und deshalb geht die Schere jedes Jahr immer weiter auf. Wem gehören die Zeitungen, die 90% der Deutschen jeden Tag lesen? Ein paar reichen Familien. Also denen, die von diesem Wirtschaftssystem profitieren. Ich behaupte nicht, dass man keine Informationen in Zeitungen finden kann. Ich behaupte nicht, dass die reichen Familien jeden Artikel kontrollieren. Aber die Grundberichterstattung, der Subkontext ist immer Beschäftigte durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, Soziales, was Arbeit schafft. Sie kennen die reichen Familien, ne? Ein paar sind dort namentlich bekannt. Springer zum Beispiel. Friede Springer, die mächtigste Frau des Landes. Springer, das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Autobild, Computerbild, Sportbild, Welt, Welt am Sonntag. Und dann zitiert die Bild mal aus der Welt, um eine seriöse Quelle zu nennen. Springer hat jede Menge Fernsehzeitungen, auch da wird in den Artikeln immer wieder untergebracht, wie das Wirtschaftssystem richtig funktioniert. Dass die EZB auf keinen Fall die Länder direkt finanzieren kann. Es wird immer wieder untergebracht. Der Springer-Konzern besitzt doch Druckereien, wo andere ihre Zeitungen drucken lassen. Deshalb sind die so mächtig. Ein Tankstellenpächter hat gesagt vor ein paar Monaten mal, er wird die Bildzeitung nicht mehr auslegen. Er wird das nicht mehr ertragen.
Daraufhin hat er gar keine Zeitung mehr geliefert bekommen. Sie haben gesagt, wenn du die nicht ausliest, kannst du gar keine Zeitung mehr verkaufen. Das ist Macht, meine Damen und Herren. Friedrich Springer, die sind noch im Privatfernsehen beteiligt. N24 haben die ganz gekauft. Da sind die Nachrichten unter deren Kontrolle. Friedrich Springer kann sagen, der Wulff ist weg, der passt mir nicht mehr. Christian Wulff, dass der mit seinem Geld nicht auskam, das war schon zu seinen Zeiten als Ministerpräsident in Hannover bekannt. Das war ein offenes Geheimnis in der Stadt. Abgesägt haben sie den doch erst, als er unbequem wurde. Er hat öffentlich gesagt, der Islam gehört zu Deutschland und hat das wohl auch ernst gemeint. Was für ein Vollpfosten, ne? Und dann hat er noch an der Schweiz einen Vortrag über die Zinseszinspolitik gehalten zu Beginn der Finanzkrise. Darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden in unseren Zeitungen. Sie haben die haben fertig gemacht. Das war jetzt bei Wulff nicht so schwer. Der Mann ist ähnlich wie Albrecht halt so ein bisschen herausgefordert. Ja, hören Sie mal, dem Chefredakteur der Bild soll er die Mailbox vollquatschen und sich wundern, wenn er das aufschreibt. Aber ein deutsches Gericht hat nachgewiesen, dass der Mann sich nichts dazu schulden kommen lassen. Nicht mal die 7 Euro, wo es am Schluss drum ging. Der war einfach nur ein bisschen blöd. Aber das war doch noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder? Von allein. Die haben den fertig gemacht. Der Kachemann kriegt jetzt 650.000 Euro Entschädigung von der Bild-Zeitung. Was nützt ihm das? Der Mann ist doch erledigt. Das kriegen sie doch nie wieder aus ihren Köpfen. Und deshalb geben alle Politiker und alle Sportler, die noch was werden wollen, der Bild-Zeitung ein Interview, meine Damen und Herren. Diesem Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. Und ich weiß nie, was widerlicher ist, dass es Menschen gibt, die das kaufen oder dass es Charakterschweine gibt, die für die arbeiten. Die können jeden fertig machen. Die beschmeißen sie so lange mit Dreck, da machen sie nichts. Da können sie nach 3 Jahren beweisen, dass alles erstunken und erlogen war. Sie sind aber erledigt. Das ist echte Macht, nicht Angela Merkel. Bild ist Macht. Die zweite mächtige Familie ist die Familie Mohn aus Gütersloh. Da steckt das mit dem Betäuben der Bevölkerung schon im Namen. Sie kennen die besser als Bertelsmann, ne? Bertelsmann ist ein Familienbetrieb. Bertelsmann gehört der Familie Mohn, an der Spitze steht Liz Mohn. 2 Frauen sind die mächtigsten Menschen in Deutschland. Liz Mohn, Friedrich Springer, das gleiche Geschäftsmodell. Als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Ja, das ist das Modell Schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie Alice Schwarzer, die alte Bild-Zeitungsnutte. Bertelsmann, das ist der größte Verlag der Welt. Random House, eine Geldmaschine. Bertelsmann hat gerade Gruner und Jahr ganz gekauft. Vorher hatten die 25%. Gruner und Jahr, das ist Stern, Geo, Gala, Brigitte, lecker wohnen, schöner trinken, besser essen. Kennen wir so. Bertelsmann hat 25% Anteile am Spiegel inzwischen. Spiegel, das ist die Bild-Zeitung für Abiturienten. Früher war das mal eine Zeitung mit Aufklärungsanspruch, heute ist alles gleichgeschaltet. In der Schuldenkrise, in der Griechenkrise, der Spiegel schreibt denselben Dreck wie alle anderen auch. Inzwischen arbeiten die reichen Familien auch problemlos zusammen. Der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, konnte zwischendurch mal eine hohe Position im Spiegel bekleiden. Das wäre früher undenkbar gewesen, heute ekeln die sich auch von nichts mehr. Bertelsmann ist auch im Privatfernsehen aktiv, RTL 1 bis 24. Von Kohl eingeführt, für die Programmvielfalt. Nein, das Volk braucht Brot und Spiele. Und je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Nach 30 Jahren Privatfernsehen ist das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Früher hätte man sich geschämt, wenn man Menschen gekannt hätte, die so etwas gucken. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Mit Stiftung wird Politik gemacht. Die mächtigste Stiftung des Landes ist die Bertelsmann Stiftung im Privatbesitz der Familie Mohn. Steuersparmodell und politisches Instrument. Die machen die Umfragen und die Studien, um die Politik zu begleiten und die machen auch richtige Gesetze. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung entwickelt worden. Nicht von Peter Hartz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Der kann Ihnen was über die besten Puffs in Brasilien erzählen, das ist aber schon. Übrigens auch eine Form von Konsequenz, dass VW-Skandale immer was mit Puff zu tun haben. Das ganze Ruhrgebiet gehört der Familie Funke. Funke Medien, früher war es die Watz-Gruppe. Eine konservative, eine sozialdemokratische Familie, heute hat die eine die andere ausbezahlt. Raten Sie, wer übergeblieben ist.
Funke Medien, sie können im Ruhrgebiet fast nichts lesen, was denen nicht gehört. Die dehnen sie immer weiter Richtung Osten aus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, überall besitzen die Tageszeitung. In Hannover redet die Familie Mattsack. Die heißen wirklich so. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die Hannoversche Neue Presse, die beiden großen Zeitungen gehören beide derselben Familie. Denen gehört auch die Tageszeitung in Göttingen und in Rostock. Am Niederrhein ist die Rheinische Post. Das sind vier Familien. Betz, Droste, Arnold und Wendehorst oder so ähnlich. Stockkatholisch. Und das merken Sie der Zeitung ab und zu schon mal an. In Köln können Sie nichts lesen, was der Familie Dumont nicht gehört. Kölner Express, Kölner Stadtanzeiger, Kölner Rundschau. Ist alles derselbe Verlag. Das ist Scheinwettbewerb, meine Damen und Herren. Genau wie es 37 Margarinesorten von zwei Herstellern gibt. Oder Waschmittel von zwei Herstellern. Das ist Pseudo-Wettbewerb. Und die Stiftungen machen richtig Politik. Hier Holzbrink-Stiftung, kennen Sie die? Holzbrink-Verlag? Das ist Handelsblatt zum Beispiel. Holzbrink hat jetzt gerade durchgesetzt, dass das Fach Wirtschaft in Baden-Württemberg in der Schule eingeführt wird. Wer liefert die Unterrichtsmaterialien für das Schulfach Wirtschaft? Die Holzbrink-Stiftung. Ja, I don't know. Burda kennen Sie auch noch, ne? Burda ist Boulevard. Das ist dann bunte Frau und Kind, Kind und Hund, Hund und Herz. Womit man so sein Resthirn einwickelt. Aber Burda ist auch Politik. Fokus. Fokus ist von Burda. Fokus, das ist jetzt Spiegel für Hirntote. Das ist so eine Art journalistisches Endlager. Zu Burda gehört auch die Huffington Post im Internet. Kennen Sie die Familie Schaub aus Ludwigshafen? Auf die bin ich gestoßen, als ich in Chemnitz gegoogelt habe, wem die Chemnitzer Freie Presse gehört. Die Chemnitzer Freie Presse war zu DDR-Zeiten die größte Zeitung, also die mit den meisten Abonnentenzahlen, komplett von der Stasi kontrolliert. Nach der Wende hat man gesagt, ja, Stasi ist nicht schön, aber um die Abonnenten ist ja schade. Und dann hat der Kohl diese Zeitung an der Treuhand vorbei, wohl der Familie Schaub aus Ludwigshafen zugeschustert. Ludwigshafen, Oggersheim, das muss jetzt eine Verschwörungstheorie sein, ich weiß. Da gibt es keine Beweise. Wir wissen nicht, wer die Parteisperre der CDU waren. Der Kohl hält dicht, zumindest an der Stelle. Inzwischen gehört der Familie Schaub aus Ludwigshafen auf 85% der Süddeutschen Zeitung. Das große liberale Flaggschiff der Republik. Ich habe die 40 Jahre lang jeden Tag gelesen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, die rutschen immer weiter ins konservative Lager ab. Herr Prantl und Herr Kister sind noch so ein paar liberale Feigenblätter mit ihren Artikeln und ansonsten im Wirtschaftsteil sowieso immer konservativ. Und inzwischen lesen Sie Artikel in der Süddeutschen Zeitung, da steht drin, wer stoppt Weselski? Der Betonkopf Weselski von der GDL. Ein einzelner Mann erpresst die ganze Republik. Diese Personalisierung, das war quasi der Varoufakis der GDL. Das ist auch so eine Methode der Medien. Einen einzelnen Mann, der Weselski, hat die Lokführer, 1000 Lokführer mit einer Hand in Schach gehalten und mit der anderen Hand die Bahn erpresst. Dass der Weselski einer der letzten Gewerkschaftsführer war, die wirklich sich hingestellt haben für ihre eigenen Leute, was gekämpft haben, meine Damen und Herren, das hat so einer Zeitung nicht gestanden. Die Bahn hat nämlich ihre Angestellten immer und immer wieder verarscht. Die Konkurrenzgewerkschaft von der GDL ist die EVG. Deren Vorläufer war Transnet. Der alte Transnet-Gewerkschaftschef hieß Hansen. Der war als einziger von allen Gewerkschaften für die Privatisierung der Bahn. Sie wissen die Privatisierung? Leute entlassen, profitabler machen. Der hat einen Tarifvertrag mit der Bahn abgeschlossen für seine Lokführer mit 7,50 Euro Stundenlohn. Der hat seine eigenen Gewerkschaftskollegen nach Strich und Faden verarscht. Und dann hat die Bahn den zur Belohnung in den Vorstand berufen mit 3 Millionen Euro Jahresgehalt. Muss ein SPD-Mann gewesen sein. Und dann haben die Lokführer irgendwann gesagt, so geht das nicht weiter. Und dann hat die GDL immer mehr Zulauf bekommen. Und die GDL hat für ihre Leute gekämpft und hat was durchgesetzt. Und dann haben andere Angestellte der Bahn gesagt, wir wollen auch nicht mehr von der EVG vertreten werden. Die tun doch nichts. Wir gehen jetzt zur GDL, die kämpfen wenigstens. Und die Bahn war nicht bereit, mit der GDL auch Tarifverträge für andere Berufsgruppen als Lokführer abzuschließen. Und ein deutsches Gericht hat zweimal von der Bahn angerufen, festgestellt, die GDL hatte ein Recht darauf, diese Tarifverträge abzuschließen. Die Bahn hätte abschließen müssen und hat sich einfach nur stumpf geweigert. Und in unserer Presse wurde immer das nur so dargestellt, als wenn die GDL alles schuld ist. Das ist die Methode der Reichen, meine Damen und Herren. Sie hetzen die verarschten Bahnpendler auf die verarschten Bahnangestellten. Sie hetzen die verarschten Hartz-IV-Empfänger auf die verarschten Griechen. Und jetzt spielen sie gerade die Obdachlosen gegen die Flüchtlinge aus. Was für ein makabres Schauspiel. Kann man nicht erstmal was für unsere Obdachlosen tun?
Wer hat sich denn hier die letzten 30 Jahre schon mal für Obdachlose interessiert? Vorläufiger Höhepunkt der Süddeutschen Zeitung für mich war ein Artikel, da stand drin, wenn wir in Griechenland nicht aufpassen, fällt Spanien auch noch an die Linke. Da wird nicht mehr gewählt, das Land fällt unter die Räuber. Das hat doch mit Demokratie nichts zu tun, wenn Sie etwas wählen, was Sie für richtig halten. Demokratie ist, wenn Sie das wählen, was die Zeitungen für richtig halten. Wie gesagt, die kontrollieren nicht jeden Artikel. Aber die Grundtendenz ist überall die gleiche und wird in die Köpfe reingehämmert. Und diese reichen Familien, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer und die brauchen keine Stasi, um die Bevölkerung in Schach zu halten. Die haben den Stachelhalter durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang Rheinische Post gelesen haben, dann ist auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ja. Ich sehe ja jeden Abend in die Gesichter. Ich meine das auch nicht böse. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich kann doch gar nicht recht haben. Wenn ich recht habe, müssen doch viele im Saal zugeben, dass sie sich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen, dafür noch Geld bezahlt haben. Das kann man doch von keinem erwarten, dass er das zugibt. Also muss ich der Blödmann sein. Ist okay, ich habe es verstanden. Ich bin der Spinner. Der Staat hat es perfekt verbaut. Man muss es bewundern. Die Deutschen können nur noch nicken. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik, müssen alle wettbewerbsfähig werden. Der Deutsche kann nicht mehr so machen, dann tut der Stachel gerade weh. Und in diesem Land, in dem die Politik konsequent Politik für die reichen 10% macht und die reichen Familien die Medien kontrollieren, die 90% der Deutschen lesen, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Die wird den Reichen persönlich nicht gefährlich, weil sie hat keine finanziellen Ambitionen, aber sie interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die Frau ist aus irgendeinem Grunde gerne Kanzlerin. Warum kann ich Ihnen auch nicht sagen? Wahrscheinlich ist es im selben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Das sind so fixe Ideen. Und Politik kann das bei der Merkel nur wirklich nicht gehen. Die hat noch nie gesagt, das ist meine Meinung, das habe ich mir überlegt, da stehe ich jetzt zu. Das gibt es bei der Merkel nicht. Die war in der Gesundheitspolitik für die Kopfpauschale. Roman Herzog hat eine Kommission geleitet, 9 Monate lang, hat alles vorgestellt auf der Pressekonferenz. Leipziger Parteitag der CDU, Kopfpauschale, das einzige sinnvolle System. Die Bevölkerung wollte das Wort Kopfpauschale nicht hören. Da sagt die Merkel nicht, jetzt hören Sie doch mal zu. Das ist so und so, da haben wir uns das bei überlegt, das ist so. Nee, da sagt die, nee, machen wir was anderes, ist okay. Nee. Da machen wir einen Gesundheitsfonds, ist völliger Quatsch, aber mir nach, ich folge euch. Das ist Merkel. Sie hat auf einem CDU-Parteitag gesagt, die Hauptschule ist unverzichtbar und 2 Jahre später hat sie auf dem CDU-Parteitag die Hauptschule abschaffen lassen. Sie hat gesagt, die Wehrpflicht ist unverzichtbar für die Wehrgerechtigkeit und hat die Wehrpflicht abschaffen lassen. Sie hat gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze, jahrelang hat dann einen Mindestlohn eingeführt. Vor der letzten Wahl hat sie gesagt, bei mir wird es eine Maut nicht geben und hat natürlich eine Maut eingeführt. Und diese Frau, die ihre Meinung wechselt wie andere Leute die Unterwäsche, die wird von unserer Presse als eiserne Kanzlerin aufgebaut. Dank Stacheldraht glaubt der Deutsche, die Frau weiß, was sie will und die hält konsequent Kurs. Hatte ich schon gefragt? Ich hatte schon gefragt. Die Frau ist eine Kontorsionistin. Kennen Sie diese Schlangenmenschen aus dem Varieté? Die können Sie so verbiegen, die können Sie selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Das beste Beispiel ist immer noch die Atompolitik. Ein halbes Jahr vor der Katastrophe in Fukushima hat Dr. Angela Merkel die Laufzeiten der Altatommeiler extra nochmal verlängert. Ich sehe sie noch da stehen. Wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt, wörtlich. Wir können die länger laufen lassen, als Rot-Grün gedacht hat. Halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan. Da steht die nicht da und sagt, liebe Landsleute, jetzt mal keine Panik, wir haben hier gar keine Tsunamis. Nee, da sagt die diesen Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hätte auch gleich wieder sagen können. Sie hat die Wahl in Baden-Württemberg abgewartet, hat gemerkt, mit der Atompolitik kann man keine Wahl mehr gewinnen. Und hat dann sofort den Komplettschwenk wieder gemacht, wie sie ihre Art ist. Sie hat die Altatommeiler komplett stilllegen lassen, von heute auf morgen, ohne gesetzliche Grundlage. Das kannte die nur aus dem Politbüro. Und deshalb müssen wir jetzt Milliarden Strafen zahlen. Weil die das ohne Gesetz gemacht haben, hat Vattenfall uns zum Beispiel jetzt als erstes verklagt. Auf 4 Milliarden €. Das wird nicht vor Gericht geklärt, sondern in einem Schiedsverfahren, meine Damen und Herren. Hinter verschlossenen Türen treffen sich 3 Juristen, die sich die Tasche vollstopfen und beschließen, was wir an Strafe zahlen müssen. So,
Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende. Und ich sehe die im Bundestag da stehen und hat wörtlich gesagt, ich habe bei Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie alles intensiv geprüft hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Über Kernenergie. Die Frau ist Physikerin, das ist Ihnen schon bekannt, oder? Die hat einen Doktor in Kernphysik. Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Ach, wenn es so einfach wäre, ne? Nein. Die Frau ist einfach opportunistisch. Sie erzählt Ihnen das, was Sie hören wollen. Das Bundeskanzleramt unter Merkel gibt das meiste Geld für Meinungsumfragen aus. Wussten Sie das? Sowas kann man ab und zu in einer Zeitung sogar lesen. Man muss ja den Schluss daraus ziehen. Die Frau will hören, was Sie hören wollen. Damit sie Ihnen das erzählen kann, was Sie hören wollen, damit Sie sie wieder wählen. Hintermachen kann sie aber ganz anderes. Denn sie muss ja um den Wahlsieg kämpfen. Die Reichen, denen ist ja inzwischen egal, ob schwarz-gelb, ob schwarz-rot, ob schwarz-grün oder ob rot-grün regiert. Die hatten vor den Grünen richtig Schiss 1998. Lesen Sie mal die Artikel vor der Wahl 98. Da wurde der Eindruck erweckt, wenn die Grünen drankommen, gehen die Lampen aus. Dann gehen wir zurück in die Steinzeit. Dann haben die Grünen den Reichen bewiesen, dass sie ihnen gar nichts Böses tun. Und seitdem sind die Reichen ganz entspannt. Wer da regiert, ist denen inzwischen egal. Die wollen doch alle nur in die Fleischstoffe ran, das wissen die Reichen. Lass die doch da unten rumturnen. Sollen sie doch ihren Wahlkampf machen. Wie lustig. Und die Merkel muss eine Mehrheit organisieren. Und das macht sie nicht ungeschickt, das muss man dir lassen. Sie hat zum Beispiel begriffen, der Deutsche hat dank Stacheldraht die Überzeugung, Parteien müssen geschlossen agieren. Das hat er so oft gelesen, da glaubt er dran. Parteien müssen geschlossen agieren. Ich finde, Parteien müssen diskutieren. Wir sind doch nicht alle einer Meinung, oder? Demokratie ist doch kultivierter Streit. Das heißt, wir hauen uns nicht die Köpfe ein, sondern wir diskutieren. Wo sollen die Diskussionen stattfinden, wenn nicht auf Parteitagen? Stellvertretend für die Menschen im Land muss auf den Parteitagen diskutiert werden. Lebhaft, lebendig, von mir aus auch wütend und polemisch mit allem drum und dran. Und da wird irgendwann abgestimmt. Und dann ist man in einer Mehrheit oder in einer Minderheit. Das ist Demokratie. Aber das kennt der Deutsche doch eigentlich gar nicht. Wenn heute auf einem Parteitag ernsthaft diskutiert wird, dann schreibt die Presse nicht, ey, die Partei diskutiert, worum geht's? Dann schreibt die Presse nur, die Partei ist zerstritten. Und dann wendet der Deutsche sich entsetzt ab. Nee, das will er nicht hören. Die sollen sich einig sein. Worüber ist ihm egal, aber Streit will er nicht haben. Der Deutsche bevorzugt Politiker, der auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gequatsche, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Genau, die sollen alle an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals ziehen. Hauptsache, die ziehen da alle gemeinsam dran. Das reicht aus. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, schreibt die Presse seit Jahren von einer Kampfkandidatur. Da sind die journalistischen Hirnzweige endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur. Da, 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 da. Wenn nur einer antritt, dann ist es eine Wahl. Das höchste Lob, was diese Presse einem Parteitag zollen kann, ist der Satz, der Parteitag bot ein Bild der Geschlossenheit. Für mich ist das die Bankrotterklärung von Demokratie. Der Deutsche will gar keine Demokratie. Ich glaube inzwischen, wir haben das Dritte Reich nie aus den Köpfen gekriegt. Das ist uns weiter vererbt worden. Die Deutschen wollen im besten Fall einen gütigen König. Und das hat die Merkel begriffen. Und sie gibt uns Queen Mum. Queen Mum lässt sie in der Sänfte das Land tragen und sondert ihre Sprechblasen ab. Wer die Sänfte trägt, ist ihr egal. Wo die Sänfte hingetragen wird, ist ihr auch egal. Sie will da nur drin sitzen. Die SPD will längst nicht mehr diskutieren, wo die Sänfte hingetragen werden soll. Die SPD ist froh, wenn sie eine Hand an der Sänfte hat. Weil das garantiert Vorträge in der Wirtschaft. Den Platz an der Sänfte kann die SPD schnell verlieren an die Grünen. Warten Sie mal ab, die Grünen können auch Sänfte tragen. Für die Grünen ist die Sänfte das ökologischste Fortbewegungsmittel überhaupt. Die Grünen haben es begriffen. Man rettet Kröten am besten dadurch, dass man sie schluckt. Kein bürgerlicher Wähler hat mehr Angst vor den Grünen. Die haben alle Linken aus der Partei rausgeekelt. Seitdem sind die bündnisfähig. Schwarz-Grün wird doch in Hessen gerade ausprobiert. Funktioniert reibungslos. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Rot-Grün hat immer Ärger gegeben, auf Landes-, auf Bundesebene. Schwarz-Grün in Hessen, der ehemals rechteste CDU-Verband mit dem ehemals linkesten Grünen-Verband. Bouffier und Al-Wazir haben sich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt. Und jetzt arbeiten die reibungslos zusammen.
Schwarz-Grün passt wie Arsch auf Eimer. Da wächst zusammen, was zusammengehört, die Reichen und die Rechten. Denn die Wähler der Grünen haben das höchste Durchschnittseinkommen aller Wählergruppen. Wer kann im Reformhaus einkaufen gehen? Und die Linken schielen, viele in der Linkspartei schielen ja schon rüber zu den Grünen. Und die Linken haben begriffen, wenn sie erstmal auch alle Linken aus der Partei rausgeekelt haben, dürfen sie auch mitspielen, dann werden die bündnisfähig. Die dürfen sich sogar weiter Linkspartei nennen. Die CDU darf sich ja auch immer noch christlich nennen. Man darf nur nicht links sein, Linkspartei nennen darf man sich. Die SPD darf sich auch sozial weiter nennen. Und die Merkel wird irgendwann sagen, ich habe aber die Linkspartei nochmal völlig neu nachgedacht. Dann hat sie wieder einen Senftenträger. Die Frau hat wahrscheinlich für alle Fälle sogar noch ein altes FDJ-Hemdchen im Schrank hängen, meine Damen und Herren. Man hätte also den Griechen anders helfen müssen. Man hätte es den Griechen sagen müssen, pass mal auf, ihr Griechen. Ihr habt ein echtes Problem. Bei euch zahlt ja nun gar keiner Steuern. Bei uns wird schon viel hinterzogen in Deutschland, aber die reichen Griechen haben ja da überhaupt nichts bezahlt. Das ist ja so, das Land ist ja 30 Jahre lang von drei reichen Familien komplett kontrolliert worden. Papandreou, Karamanlis, Dimitris. Die standen jeder einer von diesen großen Parteien vor und die haben da im Wechsel den Ministerpräsidenten gestellt, zum Teil in dritter Generation. Eine Erbdemokratie. Die haben ihre Familienmitglieder versorgt, ihre Freunde versorgt und die Gutverdiener mussten sowieso nichts bezahlen, Steuern sind nicht kontrolliert worden. Sie haben dann eine Steuererklärung eingereicht mit 10.000 Euro Jahreseinkommen und der Beamte guckt da drauf und guckt nur auf die Anlage B, wie Bargeld. Sie legen hinten einen 500-Euro-Schein rein und da sagt der Beamte, das sieht aber gut aus. Und das ist all die Jahre so gewesen. Hätte man sagen müssen, pass mal auf, ihr Griechen. Ihr wollt Hilfe haben, ihr jagt erstmal diese reichen Familien aus dem Parlament, ihr wählt eine richtige Regierung. Ihr holt das Schwarzgeld aus der Schweiz zurück, 200 Milliarden Euro griechische Schwarzgelder auf Schweizer Konten. Offizielle Zahl vom Internationalen Währungsfonds. Die reichen Griechen haben nämlich keine Steuern gezahlt, sondern das Geld ins Ausland verschleppt und davon dann griechische Staatsanleihen gekauft. Die Staatsfinanzierung lief nicht über Steuern zahlen, sondern über Leihen. Das ist, als wenn ich ihnen die Möbel klaue und sage, sie können die zurückmieten. Vom restlichen Schwarzgeld haben die Schwarzbauten dahingestellt. Luxusville, wo keiner weiß, wem die gehören. Katasteramt ist unbekannt. Herrliches Griechenland. Hätte man sagen müssen, bringt euer Land in Ordnung. Holt das Schwarzgeld aus der Schweiz zurück. Findet raus, wem die Luxusvillen gehören. Führt endlich ein Katasteramt ein. Und ihr kriegt 5 Jahre Zeit. Das geht ja nicht von heute auf morgen. In den 5 Jahren hält die EZB euch den Rücken frei. Wenn die amerikanische Zentralbank den amerikanischen Staat für 0% finanzieren kann und die japanische Zentralbank den japanischen Staat für 0% finanzieren kann, kann die europäische Zentralbank die europäischen Länder für 0% finanzieren, oder? Nein, natürlich nicht. Sie haben sie doch gehört, die Wirtschaftsexperten in allen Talkshows. Die EZB darf auf keinen Fall die Länder direkt finanzieren. Sie muss die Banken finanzieren, denn nur die Banken wissen, wem man Geld leihen darf und wem nicht. Also leiht die EZB im Augenblick den Banken das Geld für 0,05% und bei ihnen auf dem Dispo nehmen die 11%. Das ist die kleine Marge, von denen die leben müssen. Vor 3 Jahren hat die EZB 1.000 Milliarden Euro verliehen an die Banken, 1% fest auf 3 Jahre und die haben den Griechen das dann für 4% geliehen. Warum darf die EZB den Griechen das Geld nicht direkt für 1% oder jetzt für 0,05% leihen? Es kann nur einen Grund geben, weil dann das Schmarotzerpack bei den Banken sein Geschäftsmodell verloren hätte, meine Damen und Herren. Die legen da kein Geld an, das ihnen gehört. Und all die Experten im Fernsehen, die ihnen erzählen, die EZB muss die Banken finanzieren, damit die Länder finanzieren, das sind alles Mietmäuler dieses Bankengesindels. Es ist doch alles so einfach, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Der Steinbrück hat die Hyperreal Estate gerettet und durfte anschließend für 10.000 Euro die Stunde Vorträge halten. Glauben Sie, irgendein Mensch gibt freiwillig 10.000 Euro die Stunde, um das Gesabbel von Peer Steinbrück anzuhören? Das sind Belohnungssysteme. Stattdessen, statt den Griechen wirklich zu helfen, ist die Merkel damals nach Griechenland gefahren und gesagt, Freunde, wir hören jetzt halt 8% Zinsen auf dem freien Markt, das kann keiner, wir helfen euch. Und hat einen Kredit über 10 Milliarden dahingelegt. Und hat gesagt, wir nehmen nur 5%, wir sind ja Freunde. In unseren Zeitungen eine helle Aufregung. Unser schönes Geld in das griechische Fass ohne Boden. Das war gar nicht unser Geld. Wir haben uns die 10 Milliarden selber geliehen. Das war das Jahr, wo wir 40 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben, um mit der Abwrackprämie die Konjunktur anzukurbeln. Da haben wir uns die 10 Milliarden auch noch dazu geliehen. Aber nur für 2%. Und für 5% weiterverliehen, wie man das unter Freunden so macht. Das sind offizielle Zahlen, Sie können das nachgucken. Die Zinsdifferenz beträgt etwa 300 Millionen Euro im Jahr. Diese 300 Millionen Euro hat der Schäuble fest eingeplant gehabt im Staatshaushalt in einem Unterposten, jedes Jahr. Und die Griechen haben diesen Kredit trotz Finanzkrise 3 Jahre lang treu bedient.
Nach 3 Jahren hatten wir 900 Millionen Euro an der griechischen Krise verdient, ohne einen einzigen Cent eigenes Geld eingesetzt zu haben. Und da hat der damalige griechische Finanzminister von der alten Regierung da mal im Interview darauf hingewiesen. Da sind die über den hergefallen in unseren Zeitungen. Auch noch unverschämt werden wir, das haben wir ja besonders gern. Und am selben Tag, an dem die Merkel eine Kredit über 10 Milliarden hingelegt hat, hat sie auf denselben Tisch einen Kaufvertrag für 2 neue U-Boote von deutschen Werften gelegt und hat gesagt, ihr kriegt den Kredit nur, wenn ihr Löhne kürzt, Renten kürzt und die U-Boote kauft. Wir passen schon auf, dass die Griechen von dem Geld, das wir denen leihen, keinen Scheiß kaufen. Und die U-Boote brauchen die, um sie in der Krise über Wasser zu halten. Beginnen Sie zu ahnen, warum die Griechen so sauer auf uns sind? Die Troika, in unseren Zeitungen hochgelobt. Wieso wollen die Griechen mit der Troika nicht zusammenarbeiten? Kann ich Ihnen auch erklären. Die Troika hat in Griechenland darauf bestanden, dass in allen Ministerien gespart wurde, nur in einem nicht. Im Verteidigungsministerium. Die Rüstungsetat musste aufrechterhalten bleiben. Die Griechen mussten, obwohl sie pleite waren, weiter die bestellten Rüstungsgüter abnehmen. Und wir Deutschen, wir haben dank der Euro-Krise 100 Milliarden Euro gespart. Ist Ihnen das eigentlich klar? Weil wir im Gegensatz zu allen anderen jetzt immer weniger Zinsen zahlen, zahlt der Schäuble jetzt seit 5 Jahren jedes Jahr 20 Milliarden Euro Zinsen weniger, als er hätte zahlen müssen, wenn die Euro-Krise nicht gekommen wäre. Wir haben 100 Milliarden Euro verdient an der Euro-Krise. Der Schäuble hat überhaupt nichts zu seinem schwarzen Haushalt beigetragen. Der hat einfach nur Glück gehabt, dass wir weniger Zinsen zahlen müssen. Alles klare Zahl. Von der neuen griechischen Regierung bin ich auch enttäuscht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Von der linken Regierung hätte ich mir echt was erwartet. Der Varoufakis, der ist so super gestartet. Ne? Der hat mir doch gesagt, Mensch, Junge, hau mal richtig auf die Kacke. Ich hätte zu dem Schäuble gesagt, Schäuble, Männchen, du willst dein Geld wieder haben? Hier sind schon mal 2 U-Boote als Anzahlung. Die hätte ich dem in Berlin auf die Wiese vor den Reichstag gestellt. Und da hätte ich gern mal gelesen, wie die Rheinische Post diese U-Boote erklärt hätte, meine Damen und Herren. Die reichen Griechen zahlen bis heute keine Steuern. Die sind immer noch nicht in der Lage, da festzustellen, wem die Häuser gehören. Letztes Jahr haben sie eine neue Luxussteuer auf Swimmingpools eingeführt. Jetzt wissen sie aber nicht, wer einen Swimmingpool hat. Ist jetzt keine Erfindung von mir. Dann sind die mit kleinen Flugzeugen übers Land geflogen, um rauszufinden, wo Swimmingpools in den Gärten sind. Da haben die Reichen angefangen, mit Tarnnetzen ihre Swimmingpools abzudecken, damit sie keine Steuern zahlen müssen. So ein Problem löse ich doch in 14 Tagen mit dem Katasteramt. Ich erkläre 5 Millionen arbeitslose Griechen zu Hilfssteuerprüfern und da schicke ich die zu Fuß los. Die wissen doch genau in ihrer Region, wo die schönen Häuser stehen. Die klingeln von Tür zu Tür, guten Tag, wir kommen vom Finanzamt. Wer hat denn gewusst, das Haus hier gehört? Das hat noch nie einen interessiert. Ja, jetzt aber. Ist das Ihr Haus, sind Sie der Besitzer? Nö, wir wohnen hier nur. Ach, Sie wohnen da nur. Also sind Sie Eigentümer, Sie sind ein bisschen spitzfindig. Eigentümer? Nö, wir sind auch kein Eigentümer, wir wohnen hier nur. Dann sind Sie Mieter. Haben Sie einen Mietvertrag? Kennen Sie den Besitzer? Nein, wir haben auch keinen Mietvertrag. Wir wohnen hier einfach nur. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich fasse zusammen. Sie sind nicht Besitzer, nicht Eigentümer, nicht Mieter. Sie sind Besetzer. Kommen Sie raus, das ist strafbar. Kommen Sie ganz schnell raus. Laufen Sie, bevor wir Sie einsperren. Nochmal, ist nicht Ihr Haus, ne? Nein, laufen Sie. Und dann lassen Sie den Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist schön für die Umwelt, schafft Arbeitsplätze im Bulldozer-Bereich. Und während die beschäftigt sind, klinge ich schon bei der Nachbarvilla. Guten Tag. Willkommen vom Finanzamt. Wir führen hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch, wie Sie sehen. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie 3 Häuser abgerissen haben, ab der 4. Villa meldet sich überall ein Besitzer. Und dann können Sie diskutieren. Das ist Ihr Haus? Das ist ja ein schönes Haus. Ja, mein ganzer Stolz. Und wovon haben Sie das denn bezahlt? Sehen Sie, Ihre Steuerunterlagen sagen, Sie haben nie mehr als 10.000 Euro im Jahr verdient. Wovon haben Sie denn das Haus gebaut? Ja, wir kürzen das Ganze ab, Schwarzgeld. Ne? Wir sind selber Griechen, wir wissen, was hier gelaufen ist. Also, das war all die Jahre so, da hat keiner was gesagt, das ist aber jetzt vorbei. Das Land ist in Schwierigkeiten, alle müssen bluten, Sie jetzt auch. Sie waren ehrlich, Sie zahlen 10 Jahre Steuern nach auf den Wert Ihres Hauses. Mein Geld ist in der Schweiz. Ja, da holen Sie das zurück. Da würde ich mich jetzt aber beeilen. In 2 Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das auch ein bisschen sportlich organisieren, meine Damen und Herren. Sie können auch ein Kamerateam mitnehmen und eine neue Fernsehsendung erfinden. Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Und kommen Sie jetzt nicht und sagen, man kann im Recht dann hier einfach Häuser abreißen. Warum denn nicht? Wenn sich doch noch Besitzer findet, kann ich ihn doch entschädigen. Was soll das denn?
Wenn der Bagger mitten in der Arbeit ist und er kommt angelaufen, ey, ihr könnt doch nicht mein Haus abreißen. Wie dein Haus? Du hast eben gesagt, ist nicht dein Haus. Jetzt doch dein Haus, du bist ein Schlauberger. Jetzt haben wir das abreißen lassen müssen, weil sich kein Besitzer gefunden hat. Weißt du eigentlich, was so ein Abriss kostet? Das sind syrische Facharbeiter für 300 Euro die Stunde am Werk. Und jetzt müssen wir die auch noch entschädigen. Wir sind ja ein Rechtsstaat. Was für ein Schlamassel. Was hat der Schuppen denn gekostet? Ach, so viel. Und du hast 10.000 Euro im Jahr verdient. Pass mal auf, dein Nachbar war ehrlich, der hat 10 Jahre nachgezahlt. Du hast gelogen, du zahlst 30 Jahre nach. Du zahlst die Abrisskosten und davon ziehen wir den Wert des Hauses ab. Ich glaube, wir kriegen noch was raus. So ganz kurz überschlagen. Sie müssen den Leuten zeigen, dass sie das ernst meinen, meine Damen und Herren. Die Reichen sind nicht freiwillig bereit, Steuern zu zahlen. Wenn wir nicht angefangen hätten, die Steuer-CDs aufzukaufen, würden die Deutschen ihre Zinsen in Österreich und der Schweiz immer noch nicht versteuern. Sie müssen da Feuer unterm Arsch machen. Und lass dich von unseren Politikern nicht länger einseifen. Man dürfte hier die Steuern nicht so hochsetzen. Kapital ist ein scheues Reh, wenn ich das schon höre. Kapital ist kein scheues Reh. Die meisten Reichen sind einfach asoziale, egoistische Charakterschweine, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Was soll sich hier noch ändern? Ich mache seit 33 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Seit 33 Jahren tauschen wir diese Parteien immer wieder in der Regierung neu aus. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Und wie dieser Abgrund aussieht, wissen wir auch, wenn wir ehrlich sind. Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Sie können das auch besichtigen gehen, aber fahren Sie nicht nach Manhattan oder Disneyland. Fahren Sie mal nach Baltimore, Chicago, Detroit, so ein paar Außenbezirke. Sie werden nicht zurückkommen, aber dann wissen Sie, was los ist. Ferguson ist eine interessante Stadt, wenn Sie sich für Rassismus interessieren, aber zu feige sind, nach Dresden zu fahren. Das freiste Land der Welt, God's own country, ist eine durch und durch rassistische Gesellschaft. Schauen Sie sich das da an. Kapitalismus im Endstadium heißt, das reichste 1% hat das aufgehäuft, was bei uns die reichsten 10% haben. Die haben sie in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die Mittelschicht sitzt komplett da und hat fast alles verloren in der Finanzkrise. Ihr Eigenheim, ihre Zukunft. Aus der Mittelschicht, da brauchen sie zwei Jobs parallel, um überhaupt weiterleben zu können mit ihrer Familie. Kinder studieren lassen? Knicken Sie das! Ein Studium einer Uni in den USA kostet im Jahr so viel, wie der normale Arbeiter im Jahr verdient. Aber die Reichen lassen ein paar mitstudieren, mit Stipendien. Ja, wir brauchen noch einen guten Fußballer, einen Ringer. Kannst du schnell laufen? Stipendien, mit Stiftungen. Sozialpolitik nach Gutsherrenart, à la Uli Hoeneß. Die Reichen zahlen keine Steuern in den USA, die machen das selber. So wie der Sloterdijk das erfordert, der ehemals größte Philosoph Deutschlands. Der steht heute auch da und sagt, Steuern für die Reichen abschaffen, die wissen selber, was man mit dem Geld am besten macht. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen bestimmen komplett, was in der Politik passiert. Sie können nicht Politik machen, wenn sie nicht reich sind. Sie können in der Woche, in der der Parteitag für die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten stattfindet, in der Stadt nicht mal ein Motelzimmer bezahlen, wenn sie normale Arbeiter sind. Die Reichen bleiben unter sich. 95% der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die bestimmen, was 300 Millionen Menschen zu lesen kriegen und hören. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die bekämpfen sogar Politiker, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und die Demokratie ist zu einem Scheingefecht verkommen. Demokraten gegen Republikaner. Jetzt der Vorwahlkampf wieder. Alle 4 Jahre dasselbe Spiel. Und die Medien bauschen alles auf. Jetzt ist Donald Trump in aller Munde. Ne? Vor 4 Jahren war Sarah Palin. Können Sie sich noch erinnern? Dasselbe Spiel. Die Republikaner haben 5 Kandidaten oder 6. Ein Vollpfosten, über den von morgens bis abends berichtet wird. Um davon abzulenken, dass hinter den Kulissen ausgegoogelt wird, wer es wirklich macht. Und der Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern politisch, kann ich Ihnen verraten. Edmund Stoiber würde in den USA als Kommunist vom Hof gejagt, meine Damen und Herren. Die Unterschied sitzt komplett im Dreck. Ganze Stadtviertel, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Pro 1000 Einwohner sitzen in den USA mehr Menschen im Gefängnis als in jedem Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Überwachungskameras an jeder zweiten Straßenecke. Obwohl so viele Menschen eingesperrt sind, obwohl alles überwacht wird, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Über 10.000 Amerikaner werden jedes Jahr auf offener Straße erschossen. Das sind mindestens 30 am Tag. Das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen. Nein, die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen in ihren eigenen Vierteln mit Waffen, die die Reichen ihnen noch besorgt haben. So wie wir das mit Afrika versuchen. Wir sind die gated community in Europa,
und hoffen, dass die Afrikaner sich mit den Waffen, die wir ihnen liefern, gegenseitig davon abhalten, zu uns zu kommen. Kapitalismus heißt Teile und Herrsche. Dividende et impera. Wir sitzen in diesem Zug und rasen auf diesen Abgrund zu. Eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Und die Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Dann sagen wir, können wir die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur? Nee, sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Also wir können den Zug nicht anhalten und die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ich weiß wieder. Wir dürfen den Lokführer austauschen. Oh, das ist spannend. Das gibt ein Gefühl von Macht als Souverän. Und die Medien geben sich wirklich Mühe. Alle 4 Jahre organisieren sie eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Und wir tauschen den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten, ne? Jetzt wäre eine Gelegenheit. Beim Mauerfall war auch eine Gelegenheit, zu überlegen, wie wir wirklich leben wollen. Jetzt, wenn die Flüchtlinge kommen, könnte man sich nochmal hinsetzen. Über all unsere Systeme nachdenken. Gesundheitssystem, Rentensystem, unser Bankensystem, unser Steuersystem. Wie wollen wir leben? Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Was kann er abgeben, damit andere Menschen auch glücklich sein können, ohne dass sie ihn beklauen müssen? Aber den Zug anhalten gegen den Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse und dazu ist der Deutsche nicht bereit. Das habe ich inzwischen auch verstanden. Ich sehe es ja auch ein. Notbremse ist undeutsch, das ist unkalkulierbar, aber da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß man, wen es was kommt. Außerdem hoffen ja 80% der informierten Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Der Abgrund ist noch weit weg, meine Damen und Herren. Ich weiß, die Amis sind uns 30, 40 Jahre vielleicht voraus. Sehen Sie, bei uns ist heute der größte Wachstumsmarkt die Verschreibung von Antidepressiva. Das kennen die Amis schon vor 30 Jahren, ne? Mother's Little Helper, der Stone Song. Das ist genau das. Die sind uns einfach nur einen Schritt voraus. Sie können sich angucken, was auf uns zukommt. Man braucht aber Fantasie, um sich vorzustellen, was das heißt, wenn ab 2030 die Hälfte aller neuen Rentner die Mieten in unseren Städten nicht mehr bezahlen können von ihren Renten. Um sich vorzustellen, was das heißt, braucht man Fantasie. Aber die Fantasie haben wir nicht. Oder wir brauchen sie, um zu überlegen, wer bei Let's Dance eine Chance hat. Das ist ein Riesenverarschungssystem. Das hat Schröder eingeführt als Geschenk für seinen Freund Maschmeyer und dessen Kumpels von der Versicherungswirtschaft. Das ist völlig offensichtlich inzwischen. Die Versicherungsgesellschaften stopfen sich die Tasche voll mit den Steuergeldern, die wir in die Riester-Rente reinpumpen. Denn die landen komplett bei den Versicherungsgesellschaften und nicht bei den Leuten, die da sparen. Und Rot-Grün ist bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Sie fordern die Menschen bis heute auf, eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen. Dabei finden auch die Eichhörnchen nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mal von Vermögensberatern behindert. Rot-Grün ist nicht bereit zu sagen, der Schröder hat uns damals erpresst, wir mussten das machen, es tut uns leid, es war ein Fehler. Nein, die SPD ist lieber stolz auf den Mindestlohn. 8,50 Euro die Stunde haben sie durchgeboxt. Unter anderem gegen den Kampf der Zeitungen. Vielleicht haben Sie das verfolgt. Unsere Zeitungen waren im Wirtschaftsjahr alle gegen den Mindestlohn. Gehen Sie in die Bücherei, lesen Sie die Rheinische Post von vor einem Jahr um die Zeit. Diese Horrorartikel. Am 1. Januar kommt der Mindestlohn. Was ist mit den Arbeitsplätzen? Sofort sind ja die Arbeitsplätze in Gefahr. Arbeitsplätze sind in Gefahr? Mein Lieblingssatz war, wir werden den Friseur nicht mehr bezahlen können. Ich habe mir damals vorgestellt, wie wir in einem Jahr alle rumlaufen werden. Jetzt nach einem Jahr Mindestlohn steht in der Zeitung, wir haben so viele Arbeitsplätze wie noch nie zuvor, ne? Wollen wir Hans-Werner Sinn mal am Bärtchen langziehen und fragen, wie er das jetzt gemeint hat? Der Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Warum waren die Zeitungen alle gegen den Mindestlohn? Das ist doch so einfach. Weil die Zeitungsausträger auch Mindestlohn kriegen sollten. Die wollten ihren Zeitungsausträgern keinen Mindestlohn zahlen. Sie werden in der Zeitung nicht objektiv sachlich informiert. Es sind interessengesteuerte Artikel. Begreifen Sie das endlich. Die Zeitung gehört jemand. Und gucken Sie nach, wem die Zeitung gehört, dann wissen Sie auch, was der für Interessen vertritt. Und dann kann man Zeitungen direkt ganz anders lesen. Anstatt zu fragen, wie einer 8,50 Euro die Stunde bezahlen soll, hätte man ja auch mal fragen können, wie man von 8,50 Euro die Stunde leben soll. Haben Sie das mal ausgerechnet? 8,50 Euro brutto bei einer vollen Stelle, da gehen Sie als Single mit 1.000,45 Euro netto im Monat nach Hause. Was machen Sie mit der ganzen Kohle? Na, da bauen Sie eine kapitalgedeckte Altersversorgung auf, ist doch klar, oder? Sehen Sie, wenn Menschen, die so wenig Geld verdienen, nur empfiehlt, eine Riester-Rente abzuschließen, da muss er für das Wort Arschloch erst noch Steigerungen finden. Ich schlage den Fachbegriff Sozialdemokraten vor. So,
Sozialdemokratie heißt Lügen, ohne jemals rot gewesen zu sein. Und das grüne Gesocks können Sie direkt mit dazu packen, meine Damen und Herren. Die Grünen vertreten heute Wirtschaftspositionen, da ist die FDP genau derselben Meinung. Da gibt es kaum noch einen Unterschied. Der Unterschied zwischen Cem Özdemir und Philipp Rösler sind 20 Zentimeter, glaube ich. Und ich habe endlich verstanden, was die alten Menschen meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in Grün. Dass die Zeitungen Werbung für die Riester-Rente machen, da muss man sich nicht wundern. Ne? Wer schaltet Anzeigen in der Zeitung? Die letzten, die noch große Anzeigen schalten, sind die Banken. Und die sind mit den Versicherungsgesellschaften verbandelt und profitieren von der kapitalgedeckten Altersversorgung. Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird. Die Zeitungen sind keine objektive Informationsquelle mehr. Das ist Teil des Verarschungssystems, meine Damen und Herren. Wo sind die Demos gegen die echten Probleme? Es gibt sie nicht. In ganz Europa sind immer wieder Menschen wütend auf der Straße. Weil sie spüren, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem führt immer mehr Menschen in Not und Elend. Immer mehr Menschen in Europa müssen für Kost und Logis arbeiten. Und überall wird demonstriert, immer wieder, in Deutschland ist Ruhe. Meine Theorie ist, die Verarschten in Deutschland sind schon einen Schritt weiter. Die haben schon begriffen, an der Verarschung lässt sich gar nichts mehr ändern. Das gehört zu diesem Wirtschaftssystem dazu. Und deshalb gehen die auch nicht mehr wählen. Warum soll der Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Fragen Sie doch mal, was ihm lieber ist. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb. Rot-Grün, Rot-Gelb, Ampel, Hampel, Schwampel. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Wer hat denn Hartz IV eingeführt? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat doch Hartz IV gemacht. Rot-Grün ist drangekommen und hat als erstes den Spitzensteuersatz für die Besserverdiener gesenkt um 11%. Da haben die SPD-Wähler gesagt, endlich tu mal einer was für uns. Als nächstes haben sie die Unternehmenssteuern gesenkt und die Unternehmensverkäufe steuerfrei gestellt. Dann haben sie die Hedgefonds ins Land geholt, diese kleine Verbrecherorganisationen, die Firmen aufkaufen auf Kredit, ein paar Leute entlassen, die Firma attraktiver machen, mit Gewinn weiterverkaufen und den Gewinn dann steuerfrei einstreichen. Das hat Rot-Grün überhaupt alles erst möglich gemacht in diesem Land. Die Steuereinnahmen brachen ein. Und als das Land in Schwierigkeiten geriet, hat Rot-Grün nicht die Steuern für die Besserverdiener wieder erhöht. Nein, dann haben sie Hartz IV eingeführt, um unten das abzukassieren, was sie oben hinterhergeschmissen hatten. Rot-Grün hat im Grunde nur eines bewiesen. Um die ganzen neoliberalen kapitalistischen Schweinereien zu machen, braucht man die FDP überhaupt nicht. Und jetzt ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag. Am Wahlabend habe ich auch gedacht, pass auf, es ist die Wahl ungültig, das dürfen wir gar nicht. Was das alles noch mit Demokratie zu tun hat, fragen Sie mich nicht. Bei der letzten Bundestagswahl ist ein Drittel gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl gesagt, sie wüssten nicht, was sie wählen sollten. Sie hatten eine Woche vor der Schicksalswahl 30% unentschieden in den Umfragen. Sie konnten in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, ach, drück ab. Ja, was ist denn das für eine Wahl? Da haben Sie die Wahl zwischen einer Merkel und einer unsympathischen Merkel. Da nimmt der Deutsche doch das Original. Außerdem muss man sagen, die Merkel ist jetzt so lange dran, da tritt in Deutschland der sogenannte Lindenstraßeneffekt ein. Das gehört dann einfach dazu. Die Merkel können Sie in freien Wahlen nicht mehr loswerden, das ist vorbei. Die Delegates mit der Flüchtlingspolitik ist doch schon wieder weg. Und sagen wir doch mal ganz ehrlich, solange die SPD nicht bereit ist, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten auf Bundesebene, muss die Merkel sich doch keine Sorgen machen. Die muss immer nur knapp vor der SPD landen, da bleibt die immer Kanzlerin. Und wie soll die hinter der SPD landen? Nein, die werden wir nicht mehr los. Ich schlage ja inzwischen vor, solange die Merkel lebt, lass uns mit den Wählen einfach sein. Die soll alle 4 Jahre sagen, mit wem sie gerne zusammen regieren möchte. Wir wählen jedes Mal so, dass die Merkel sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Da kann ich mir auch den Wahlkampf schenken, diese Beleidigung für jeden, der bis 3 zählen kann. Nee, man muss auch wissen, wer man verloren hat. Angela Merkel ist unschlagbar. Sie ist der FC Bayern München der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Sie hat diesen einen Wahnsinnstrick drauf und der reicht ihr völlig aus. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf die Frau einreden, dann dreht die sich irgendwann einfach um und sagt, die stehen hinter mir.
Im Grunde agiert sie wie ein geschickter Magier. Ein Magier lenkt sie auf der Bühne mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und die weiß das auch nicht alles, die erzählen ja nicht alles. Die lassen die so oft dumm da rumstehen. Ich sehe die noch da stehen im Bundestag vor ein paar Jahren. Haushaltsdebatte, da steht die da, freudestrahlend. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Ich denke, wie kann die das denn jetzt wieder sagen? Ich habe die ganze Woche lang gelesen in allen Zeitungen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen müssen. Hatten sie im Arbeitsministerium offiziell ausgerechnet und verkündet. Nur der Merkel hatte es keiner erzählt. Sonst hätte den Satz ja nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 9 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und die Zahlen bestätigt. Ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige können sie entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, sag mal. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat doch Rente. Die Menschen sind damit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen bis vor ein paar Jahren. Die Katastrophe ab 2030 verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Rot-grün hat die umlagefinanzierte Rente ruiniert durch die Absenkung des Renteniveaus. Jedes Jahr, dass sie später in Rente gehen, gehen sie prozentual mit weniger vom letzten Netto in Rente als noch im Jahr davor. Der Tiefpunkt ist 2030 erreicht. Alle, die ab dann in Rente gehen, gehen nur noch mit 40% vom letzten Nettoeinkommen in Rente. Ich weiß, es sind 42,2% vom letzten Netto vor Steuern und das muss man dann wieder versteuern. Nur damit die Korinthenkacker im Saal wissen, dass ich weiß, wovon ich rede. Gymnasiallehrer dürfen ja abends frei rumlaufen. Aber es läuft auf 40% vom letzten Netto raus, können Sie mir glauben. So, Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Nettoeinkommen 40% nehmen und dann mal überlegen, ob Sie weiter wohnen können oder sich aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Rente 2030 sein werden, kann Ihnen keiner sagen. Bis dahin steigen die Löhne vielleicht noch, dann wird die Rente höher sein, als sie heute wäre. Aber wenn die Löhne steigen, steigen irgendwann die Preise hinterher. Die Kaufkraft bleibt am Ende gleich. Wir können die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, worüber wir reden. Wann ist man arm? Das ist ja eine heiße Diskussion. Zum Glück haben wir die Wirtschaftswissenschaft, die kann das ausrechnen. Ein Institut hat Folgendes ausgerechnet. Ein Single, der 850 Euro netto im Monat hat oder weniger, gilt als arm. Ab 855 Euro sind sie dann schon Teil der Mittelschicht. Dazwischen ist nichts. Wahrscheinlich will man den armen Menschen das Gefühl geben, man kann in die Mittelschicht vorstoßen. So nach dem Motto, finde ich 5-Euro-Schein auf der Straße. Mittelschicht, Mittelschicht. Nie mehr zweite Liga, nie mehr zweite Liga. Ist jetzt in Düsseldorf der falsche Song, ich weiß, ja. €850 netto ist Armutsgrenze. Hartz IV ist ein bisschen weniger, ne? Hartz IV ist 700 Euro im Monat, 400 bar auf die Hand, der Rest ist der Mietzuschuss. Im Alter bekommen Sie nicht Hartz IV, im Alter bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung, kurz GRUSI genannt, wird berechnet wie Hartz IV. Mehr als 700 wird es nicht. Jetzt nehmen wir ein normales Bruttoeinkommen von heute. 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto im Monat nach Hause. Jetzt nehmen Sie von den 1400 Euro mal die 40%. Da kommen Sie auch ohne Taschenrechner relativ schnell auf GRUSI. Jetzt verrate ich Ihnen, dass 40% der Deutschen 2000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% später mal auf Grundsicherung angewiesen sein wird im Alter. Habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet damals mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Haben die im Arbeitsministerium ein Dreivierteljahr für gebraucht. Als sie es festgestellt hatten, hat die Merkel später gesagt, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Die haben dir das wieder nicht erzählt. Wem sie es erzählen mussten, war die von der Leyen. Die war damals gerade Arbeits- und Sozialministerin. Und die steht dann im Fernsehen in der Tagesschau und sagt wörtlich, was heißt denn hier Altersarmut? Die Menschen haben ja noch die Riester-Rente. Und das bleibt dann so unwidersprochen stehen. Ja, die Riester-Rente. Was nützt Ihnen denn die Riester-Rente? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen im Alter, wird die Riester-Rente darauf angerechnet.
Das heißt, sie kommen inklusive ihrer mühsam zusammengesparten 100 Euro Riester-Rente auf Grundsicherung. Weiß die von der Leyen das nicht, wenn die so einen Satz sagt? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Ja, damit könnte man leben. Ne? Wahrscheinlicher ist, sie hat es ganz genau gewusst als Ministerin und hat den Satz trotzdem gesagt. Was sie dann ist, darf ich auf der Bühne aber nicht mehr offen aussprechen. Da gibt es juristische Grenzen. Das muss sich jeder selber denken. Ich bin also quasi auf ihre Mitarbeit angewiesen. Die Gedanken sind frei. Hilfreich sind die Silben Loch, Dumm, Arsch und Ess. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine militärischen Geheimnisse verraten. Riester-Rente ist Volksverarschung, meine Damen und Herren. Inzwischen haben sie ausgerechnet, im Ministerium, wer 2500 Euro brutto oder weniger verdient, dessen Rente liegt später mal unter der Grundsicherung, früher Sozialhilfe. Denn die 40% vom letzten Netto bekommen sie auch nur, wenn sie nie arbeitslos waren und immer volle Stelle gearbeitet haben. Sonst ist es nämlich noch weniger. Das heißt, alle, die 2500 Euro brutto oder weniger verdienen, riechen dann schon mal komplett für den Arsch. Für den Rest gilt folgende Faustregel. Und ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Diese Informationen haben mir Versicherungsmakler zugeschickt. Auch da gibt es anständige Menschen drunter. Ein Freund würde Ihnen eine Riester-Rente niemals verkaufen. Ein Verwandter vielleicht. Wenn Sie viele Kinder haben, kann sich Riester auch noch lohnen. Ansonsten gilt die Faustregel, wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, später wieder rausholen wollen, müssen Sie mindestens 85 Jahre alt werden. Sie können das ja selber ausrechnen. Nehmen Sie Ihren Riester-Rentenvertrag oder so ein Riester-Angebot und gucken, was Sie da jeden Monat einzahlen müssen. Dann rechnen Sie hoch, wie viel Sie einzahlen müssen bis zum Tag des Renteneintritts. Kann man ja zusammenzählen, die Summe. Und dann gucken Sie, was Sie an Rente bekommen. Jetzt da aber wichtig, nehmen Sie wirklich die Garantierente, die man Ihnen verspricht. Nicht die mögliche Rente mit den Überschussanteilen. Die entspricht den Abgasmessungen von VW im Labor. Die Garantierente ist mit 1,5% verzinst. Gucken Sie, wie lange Sie die kriegen müssen, bis Sie das wieder raus haben, was Sie eingezahlt haben. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wieder haben wollen, müssen Sie 95 Jahre alt werden. Das finde ich ambitioniert. Wenn Sie glauben, dass Sie mit 95 noch wissen, dass Sie eine Riester-Rente haben. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hestas mit Nachnamen heißen, meine Damen und Herren. Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn überhaupt nichts mehr hilft, wenn wir ganz abgelenkt werden müssen, dann kommen Sie eben mit den Migranten. Das Thema zieht in Deutschland immer. Das Thema Migranten, da haken die Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Und Juden sind nicht mehr genug da? Zum Glück haben wir ja fast schon die Migranten. Ne? Und seit das Boot voll ist, kommen die ja in Wellen. Und die Zeitungen schüren die Fremdenfeindlichkeit immer und immer wieder auf ganz subtile Art und Weise. Ich erinnere mich genau, am 1. Mai vor 3 Jahren durften die Polen europaweit ihren Arbeitsplatz frei wählen, nachdem sie jahrelang schon in der EU waren. Und unsere Zeitungen schrieben Artikel, das müsst ihr nochmal nachlesen, könnt ihr in der Bücherei ja nachgucken, über die Arbeitsplätze, die jetzt bei uns in Gefahr geraten. Die Polen, die klauen ja alles, am liebsten Arbeitsplätze. Ne? Und da wird dann der Eindruck erweckt, Wochen vor dem 1. Mai, jetzt kommen die Polen. Millionen Polen stellen Hufe scharrend an der Grenze, um uns hier am Tag der Arbeit auch noch, ne? Die Arbeitsplätze zu... Und was ist? Nichts passiert? Gar nichts. Letztes Jahr im Frühjahr kamen die Rumänen. Können Sie sich daran noch daran erinnern? Die Rumänenschwemme, da sind so viele gekommen, da bist du unter jedem Stuhl nur einer sitzen. Gucken Sie noch mal nach. Was war das? Eine Aufregung. Die CSU hat sich echauffiert. Zuwanderung in die Sozialsysteme. Wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Und dann, so ein paar Monate später, wenn man von Rumänen nichts mehr liest, steht so ein ganz kleiner Artikel in der Zeitung. Da steht dann drin, 25% der Rumänen, die gekommen sind, haben einen akademischen Abschluss. Und dann begreife ich die Ängste der CSU. Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, arbeiten und Steuern zahlen, kommen ursprünglich woanders her. Wir müssen dankbar sein, dass die Menschen hier sind. Wissen Sie eigentlich, dass die Migranten nur für sich genommen 22 Milliarden Euro mehr in die Sozialsysteme einzahlen, als sie rausholen? Diese Menschen halten unsere Sozialsysteme am Laufen.
Wer Ihnen was anderes sagt, ist ein kompletter Vollidiot oder das größte Arschloch, das Ihnen jemals in die Augen gesehen hat. Und Moment, wenn Sie einen von beiden morgen früh im Spiegel entdecken, ist das Ihr Problem. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Das darf man offen ansprechen, das ist auch kein Tabuthema. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten echte Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Das hat mit Migration überhaupt nichts zu tun. Wir haben gewaltige soziale Probleme. Integration, was soll das heißen? Glauben Sie, man kann die Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden, oder? Aber da wären es Bandidos, oder wie heißen die? Aber Rockerbande, das ist ja deutsche Leitkultur. Ne? Die haben unser Jugendzentrum schon zerstört, da war ich 16. Das gehört dazu. Aber Kopftuch, da fühlt der Deutsche sich bedroht. Das Kopftuch ist eine Bedrohung. Die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Ja, es tragen welchen Kopftuch? Ja, ganz offensichtlich. Und muss mich jetzt interessieren, warum die das tun? Wir haben Religionsfreiheit, oder? Ja, ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Solange nicht gegen Gesetze verstößt. Das ist doch relativ einfach zu definieren. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist Ihnen das noch gar nicht aufgefallen? Menschen, die an die jungfräuliche Empfängnis Mariens glauben, machen sich lustig über andere, die auf 75 Jungfrauen im Paradies hoffen. Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass ihm der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Aus sowas wächst man doch immer mal raus. Man wird da erwachsen. Man fängt da an, sich selbst Gedanken zu machen. Man entwickelt doch eigene Moralvorstellungen. Heute sage ich ja immer, Religion ist was für Menschen, die wirklich Trost brauchen, aber Alkohol nicht vertragen. Aber kommen Sie nicht mit dem Spruch, Religion ist Opium für das Volk, weil das ist Quatsch. Opium ist eine bewusstseinserweiternde Droge. Der Islam bedroht Deutschland. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen einfach so erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Wobei, die Jungs muss man auch mal in Schutz nehmen. Die Beobachtung der rechten Szene war für den Verfassungsschutz nicht immer einfach. Die Selfie-Sticks gibt es erst seit knapp einem Jahr. Wir haben Probleme, ja, aber das ist nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer. 10% der Schulstunden fallen aus. Das ist eine offizielle Zahl, meine Damen und Herren. Die Kinder gehen dann noch 12 Jahre zur Schule und davon fallen 10% aus. Ich weiß nicht, ob Sie in der Schule weit genug gekommen sind, um auszurechnen, was das heißt. Und da sind die Vertretungsstunden noch gar nicht mit dabei. Vertretungsstunden sind die Stunden, wo Lehrer und Lehrerinnen vor Klassen stehen, die Ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das Sie unterrichten sollen. Dieses Schulsystem hat 7 Millionen Analphabeten hervorgebracht. Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Die sind 10 Jahre lang zur Schule gegangen, können nicht schreiben und lesen. Und es gibt arbeitslose Lehrer, die nicht eingestellt werden. Wir haben das Geld ja nicht. Das ist das Schade. Kinder sind nicht systemrelevant. Banken schon, Kinder nicht. Da haben wir kein Geld für. Dasselbe gilt für die Situation in Krankenhäusern. Wir haben zu wenig Krankenpfleger, zu wenig Krankenschwestern. Reden Sie mit den Menschen, die da arbeiten. Da wird inzwischen rationalisiert nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Da geht es nicht mehr darum, Menschen gesund zu machen, da geht es darum, Profit zu machen. Und wenn gar nichts mehr geht, wird das Krankenhaus privatisiert. Das Allheilmittel im Kapitalismus, die Privatisierung. Und da kommt der Unternehmensberater im Schlepptau des Investors und sagt, auf der Station kommen Sie auch zu zweit, klar. An kaltem Essen ist doch keiner gestorben, machen Sie mal weiter hier. Ich habe mal Menschen gesprochen, die sagen, sie machen Nachtwachen auf 2 Stationen gleichzeitig, auf 2 Etagen. Wenn da 2 Leute gleichzeitig klingeln, können sie eine Münze werfen, wo sie hinlaufen oder was. Ja, super lustig, solange man nicht selbst betroffen ist. Ne? Ist immer so. Im Altenheim genauso. Leute liegen fixiert in der eigenen Scheiße, weil nicht genug Personal da ist. Die ambulante Pflege im Altenbereich ist mit dem Sekundenzeiger, mit der Stoppuhr getaktet. Und wenn der Sockel ein bisschen hakt, sind sie schon im Rückstand.
Wie hat mal einer gesagt, man erkennt ein Volk daran, wie es mit seinen Kindern und seinen alten Leuten umgeht? Wo sind die Proteste dagegen, meine Damen und Herren? Interessiert Sie doch nicht, oder? Altenheim. Fürs Altenheim interessieren Sie sich, wenn Sie selbst da liegen. Ich sage Ihnen nur, wenn Sie erstmal da sind, lässt sich das mit der Demo schlecht organisieren. Wir haben zu wenig Polizisten, wir haben zu wenig Feuerwehrleute. Das sind Berufsgruppen, die schieben Überstunden im Tausenderbereich vor sich her. Da rollt eine Burnout-Welle auf und zu, da macht sie überhaupt noch keiner ein Bild von. Und das sind alles Dinge, die man in den Griff kriegen könnte. Und wir haben die Probleme seit Jahren und mit Geld wären die Probleme zu lösen. Aber Geld ist ja nicht da. 45 Milliarden für die Rettung der scheiß Hyper-Real Estate. Eine einzelne verschissene Bank hat 45 Milliarden gekriegt. Dabei hätte man die ruhig kaputt gehen lassen, wir hätten Arbeit für die Angestellten gehabt, im Alter ist man in der Bettpfanne. Mit Scheiße bauen kennen die sich da aus, die Banker. Wo soll das Geld herkommen? Die Deutschen vererben jedes Jahr 250 Milliarden Euro. 10% Erbschaftssteuer pauschal. Wenn jeder von dem, was er erbt, 10% abgibt, wem würde das arm machen? Da wären 25 Milliarden jedes Jahr auf einen Schlag sofort da. Wissen Sie, was Sie damit alles anstellen können? Probleme ohne Ende seit Jahren. Die Medien berichten darüber nicht, nein. Sie halten uns mit der Griechenland-Krise in Atem, mit der Maut für Ausländer und mit dem Kopftuchverbot. Weil wenn erstmal keiner mehr Kopftuch tragen darf, da sind alle Probleme gelöst, dann wird alles gut. Was wäre die Alternative, sagen die Leute dann? Ja, die Alternative, das wollen sie auch nicht hören, das habe ich inzwischen auch verstanden. Die Alternative wäre ein demokratischer Sozialismus, aber das ist ja ein Widerspruch in sich, ne? Ach, hören Sie auf zu klatschen. Der Stacheldraht hat bei den meisten Deutschen das Wort Sozialismus fest mit Diktatur verbunden. Die Deutschen können Sozialismus ohne Diktatur nicht denken, so wie man sich katholische Kirche nicht ohne Kinderficker vorstellen kann, oder? Sozialismus, jeder verdient das Gleiche, wer will so leben? Was für ein Quatsch. Wer hat Ihnen denn mal was von Sozialismus erzählt? Die Leute akzeptieren, dass jemand mehr verdient als andere, wenn er sich anstrengt, wenn er mehr leistet, wenn er mehr gelernt hat. Was die Leute nicht verstehen ist, wieso einer das Tausendfache von dem verdient, was jemand mit ehrlicher Arbeit verdienen kann, meine Damen und Herren. Und dass man mit einer ehrlichen Arbeit heute keine Familie in einer Großstadt ernähren kann. Das verstehen die Menschen nicht. Strom, Wasser, Gas, das, was alle Menschen brauchen, muss zu einem Preis verkaufen, den alle Menschen bezahlen können. Das muss verstaatlicht werden. Da muss man keine Millionen Gewinne mitmachen mit diesen Grundversorgungsdingern. Krankenkassen, 123 gesetzliche Krankenkassen. Ich bin gesetzlich krankenversichert. Ich zahle bei meinen Krankenkassenbeiträgen den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Ich bezahle Plakate, wo die sich gegenseitig die Mitglieder mit abwerben und warte 4 Wochen auf einen Facharzttermin im Zweifelsfall. Schönes Beispiel noch sind für mich die ganzen Subventionen, die hier gezahlt werden. Hartz IV, Heißwassergeld, Heizkostenzuschuss, Elterngeld, Kindergeld, jede Menge Kleckerkram, den man separat beantragen kann. Ein riesen bürokratischer Aufwand. Tausende von Menschen sind damit beschäftigt, rauszufinden, wem was zusteht. Wohngeld und alles inklusive. Das kann man ersetzen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Für jeden, meine Damen und Herren. Und das ist keine sozialistische Spinnerei. Ein ausgewiesener Kapitalist, Götz Werner, der Besitzer der DM-Märkte, hat das Modell in einem Buch wunderbar erklärt und vorgestellt. Aber ich höre jetzt auch auf, ich weiß, es ist Quatsch. Beim Wort Sozialismus klickt beim Deutschen sofort der Stacheldraht ein. Ich will doch nicht leben in der DDR. Wir können die Bilder doch nicht vergessen, als die Mauer aufging. Diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen. Diese Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont. In den großen Städten die Obdachlosen, die in langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Menschen ohne Krankenversicherung, Leute ohne Zähne. Das waren Bilder. Aus den USA, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich völlig vergaloppiert. Obdachlose ohne Zähne vor Suppenküchen bei USA, DDR war ohne Bananen. Wir wollen fair bleiben. Jetzt lachen Sie nicht. Bananenmangel hat furchtbare Auswirkungen. Das sehen Sie an Gauck. Herr Gauck, keiner will eine Mauer, keiner will eine Stasi. Niemand will in einer Diktatur leben, auch die Linkspartei nicht. Hören Sie endlich auf, von der SED-Nachfolgeorganisation zu faseln. Sonst rede ich von der katholischen Kirche wieder als Hexenverbrennungsnachfolgeorganisation. Und reden Sie nicht länger von der Wiedergeburt der Stasi. Die kommt nicht mehr, wir haben längst die NSA, die sind doch viel besser. Aber da hat keine Angst vor, oder? Das ist doch auch so ein Phänomen. Die Deutschen haben Angst, im Kommunismus unter der Stasi leben zu müssen. Aber wir sind doch hier im christlichen Abendland. Da ist immer einer oben, der alles sieht, alles weiß, alles mitschreibt. Wer hat sich denn die Totalüberwachung ausgedacht? Doch unsere Religion, oder?
Die Menschen finden Trost im Glauben, dass ihre Adler auf der Wolke sitzen und sie immer im Auge haben. Sie beruhigt der Gedanke, dass ihre Schwiegermutter ihm Ficken zugucken kann? Anders gefragt, haben Sie überhaupt schon mal irgendwas zu Ende gedacht? Wie sind mit dem Nikolaus großgezogen worden? Abend im Jahr kam der Nikolaus mit einem dicken Buch. Da stand alles drin, was wir gemacht haben. Was haben wir eine Muffe gehabt? NSR heißt Nikolaus sieht alles. Uns ist doch nie was passiert. Wir haben keine Angst. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre? Ich weiß es nicht. Finden wir es raus. Was glauben Sie, geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern der DDR vor 30 Jahren? Und kommen Sie nicht mit dem Argument, die DDR war total verschuldet. Das sind die Griechen auch. Und nochmal, es geht nicht um die Reisefreiheit. Es geht um den wirtschaftlichen Zustand. Wie arm waren die Menschen? Wie arm sind sie heute in anderen Regionen? Aber ich weiß, es ist okay. Beim Wort Sozialismus kommt am Ende einer und sagt, was soll der Arbeitgeber sagen? Und dann ist sowieso alles vorbei. Der Deutsche hat bei Amazon eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Kapitalismus für alle ist nicht. Das ist wie Lotto. Da kann jeder Millionär werden, ja, aber nicht alle. Den Unterschied zwischen alle und jeder intellektuell zu durchdringen, gelingt nicht vielen. Das, was wir hatten in der alten BRD, der Lebensstandard, an den wir uns gewöhnt haben, der ist nicht für alle Deutschen herstellbar gewesen. Wir waren das Land mit den höchsten Durchschnittslöhnen in Europa bis zum Fall der Mauer. Seitdem sind wir durchgereicht worden. Wir sind jetzt das Land mit den niedrigsten Durchschnittslöhnen in ganz Europa und dem größten Niedriglohnsektor. Jetzt sind wir wettbewerbsfähig. Das, was wir damals hatten, ist nicht für alle Deutschen herstellbar gewesen. Das ist auch nicht für alle Europäer herstellbar gewesen. Das hat die Euro-Krise gezeigt. Und für die ganze Welt geht es überhaupt nicht. So viele Rohstoffe sind auch schon gar nicht da. Das sind relativ einfache Rechnungen. Die alten G7-Staaten, also Großbritannien, Frankreich, Italien, Westdeutschland, Kanada, Japan, USA. Die G7-Staaten mit knapp 800 Millionen Menschen damals. Da haben wir 40% aller Rohstoffe der Welt verbraucht. Das war unser Lebensstandard. Die Chinesen haben jetzt schon 1,4 Milliarden Einwohner. Die Inder haben 1,2 Milliarden Einwohner, schneller wachsend als China. 2020 werden die China eingeholt haben. Wenn die Chinesen ihr Wirtschaftswachstum weiter so vorantreiben und ihre Bevölkerung auf unser Niveau bringen wollen, brauchen die Chinesen ja mindestens 40% aller Rohstoffe nur für ihre Bevölkerung. Die Inder brauchen mindestens 40% aller Rohstoffe der Welt nur für ihre Bevölkerung. Die alten G7-Staaten bräuchten immer noch mindestens 40% aller Rohstoffe. Und schon wird es selbst für Leute mit Dyskalkulie so ein bisschen knapp. Und während die Experten im Arbeitsministerium noch versuchen, den Kuchen in 3x40% aufzuteilen, fragen 4 Milliarden Menschen auf der Welt, was kriegen wir denn eigentlich? Da sind noch 4 Milliarden Menschen über, die haben dann noch gar nichts. Darunter sind 24 europäische Länder, die in der EU sind, aber nicht zu den G7-Staaten gehört haben. Und da war die Ukraine noch gar nicht dabei. Wo soll das ganze Zeug herkommen? Glauben Sie ernsthaft, das kann immer so weitergehen? Glauben Sie das Märchen, dass es so weitergehen kann, dass ewiges Wachstum für alle auf der Welt möglich ist? Glauben Sie, die Afrikaner warten noch mal 50 Jahre, bis das Glück zu ihnen kommt? Nee, die kommen irgendwann zu ihrem Glück. Und den Text spiele ich seit 6 Jahren. Und die Wirklichkeit hat mich eingeholt. Und ich habe damals schon gesagt, irgendwann werden die auch lernen, nicht mit allem in ein kleines Boot zu klettern. Da kommen die mit ganz vielen Booten. Dann reicht das nicht, bei denen beim Absaufen zuzugucken. Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Bei uns tönen alle rum, ja, die Afrikaner müssen mal selber aus dem Quark kommen, wir zahlen so viel Entwicklungshilfe. Jeder, der sich ein bisschen beschäftigt hat, weiß, für jeden Euro, den wir Entwicklungshilfe bezahlt haben, haben wir 2 Euro da wieder rausgeholt aus diesen Ländern, meine Damen und Herren. Wir leben seit 30, 40 Jahren auf Kosten der dritten Welt. Das ist unser Lebensstandard. Das ist das, was uns reich gemacht hat, nicht unser Fleiß. Und es geht ja gar nicht mal darum, Afrika noch groß zu helfen. Es würde jetzt schon reichen, Afrika nicht länger zu behindern. Mit unserer Art zu wirtschaften, die zu behindern. Wir machen denen doch vor Ort die Märkte kaputt. Wir haben denen ein Freihandelsabkommen aufs Auge gedrückt. So wie die Amis uns TTIP aufdrücken wollen, haben wir den Afrikanern eins aufgedrückt. Wir verkaufen unsere Produkte billig, konkurrenzlos billig in Afrika. Überschüssige Milch aus Europa.
wird zu Dumpingpreisen in Afrika verschleudert. Zu einem Preis, für den Preis können Sie in Afrika keine Kühe melken. Hähnchenfleisch, das in Deutschland nicht zu verkaufen ist. Der Deutsche frisst nur das Brustfilet, was anderes kennen Sie doch im Supermarkt gar nicht. Der Rest vom Hähnchen geht nach Afrika. Das Zeug wird da zu einem Preis verkauft, zu dem Preis können Sie in Afrika keine Hähnchen füttern. Kleidersammlung, was sind wir gute Menschen? Das sind professionelle Kleiderhändler, meine Damen und Herren. Das Zeug wird geschreddert, da werden neue Stoffe draus gemacht. Die werden in Afrika zu einem Preis verkauft, zu dem Preis können Sie in Afrika keine Stoffe herstellen. Wir machen den Menschen vor Ort die Arbeitsplätze kaputt. Wir lagern unseren Elektroschrott in Ghana, verseuchen da ganze Landstriche. Wenn wir den Elektroschrott in Europa entsorgen würden, wie es sich gehört, wären Elektroartikel sehr viel teurer als im Augenblick. Nigeria ist komplett verwüstet. Warum? Weil wir billiges Benzin haben wollen. Shell hat Nigeria komplett verwüstet. Das Niger-Delta ist zerstört. Wir machen denen alles kaputt und wundern uns dann, wenn immer mehr Afrikaner auf die Idee kommen zu sagen, die Arschlöcher gehen wir uns doch mal angucken. Wie gehen wir mit diesem ganzen Wissen um? Teile die Reichen in Deutschland endlich mit den Ärmeren in Deutschland. Teilt das reiche Deutschland mit den ärmeren Ländern in Europa. Teilt das reiche Europa mit den ärmeren Ländern der Welt. Oder schotten sich die Reichen jeweils ab? Die Reichen in Deutschland, das reiche Deutschland in Europa, das reiche Europa von der Welt. Das ist die Diskussion, die jetzt endlich offen geführt werden muss. Und die dürfen wir nicht Pegida und der AfD überlassen, meine Damen und Herren. AfD, kennen Sie die Affen für D-Mark? Ja, die wollen die Abschottung, ne? Die sind für die Abschottung, da ist doch mal eine klare Kante. Das alte Burgprinzip, Zugbrücke hoch und dann Monokultur in Inzucht, das hat doch immer funktioniert, ne? Und da wollen sie eine starke D-Mark wieder haben. Die Deutschen laufen hoch, wir wollen die D-Mark wieder haben. Dass unsere Exporterfolge der letzten Jahre dem schwachen Euro zu verdanken sind, dafür müsste man ja bis drei zählen können. Aber dann wäre man kein AfD-Wähler, ne? Die AfD tut auch nichts für kleine Leute. Der einfache Arbeiter hat überhaupt nichts von der Politik der AfD. Das ist eine durch und durch neoliberal-kapitalistische Partei. Die AfD ist eine Mischung aus NPD und FDP. Von beiden das Schlimmste. National-kapitalistisch, meine Damen und Herren. Und die reden uns ein, wir könnten mit der Festung Europa reüssieren. Festung Europa? Was stellen Sie sich darunter vor? Der Zaun bringt es nicht, haben wir eben schon gesagt. Also eine Mauer, oder? Wir sind der Weltmeister, Mauern bauen. Wir bauen eine neue Mauer. Ja, wir können über alles reden, wenn wir Demokratie haben. Die Frage ist doch nur, wo kommt die Mauer hin? Ne? Ich bin zum Beispiel nicht dafür, eine Mauer hin zu Österreich zu bauen. Ne, ich bin eher dafür, eine Mauer hin zu Bayern zu bauen und zu Sachsen. Dann können die armen Österreicher die Flüchtlinge weiter durchleiten bis Bayern. Und wenn der Seehofer bei uns um Asyl bittet, schickt man den zurück mit der Bemerkung, Bayern wäre ein sicheres Herkunftsland. Merken Sie, was das Problem an der Mauer ist? Wer entscheidet, wo die Mauer hinkommt? Kommen die Griechen auf die Seite von der Mauer oder auf die andere Seite von der Mauer? Wenn wir die Mauer gebaut haben, dann müssen wir die Mauer verteidigen. Wir werden auf die schießen müssen, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir die alten Mauerschützen schnell genug umschulen. Ich sehe uns am Grab von Honecker Abbitte leisten, dass der moralisch gesehen nur von der falschen Seite hat schießen lassen. Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Was passiert? Das Schlimme ist doch nicht, dass Merkel gesagt hat, wir schaffen das mit der Flüchtlingskrise. Das Schlimme ist doch, dass sie nicht erklärt, wie. Das Schlimme ist doch, dass sie uns vorgaukelt, es geht ohne Steuererhöhungen und es geht ohne neue Schulden, es geht ohne, dass wir irgendwas an unserem Lebensstil ändern müssten. Das ist die Lüge, meine Damen und Herren. Wenn wir nicht bereit sind, auf etwas zu verzichten, werden sich die Probleme überhaupt nicht lösen lassen. Aber der Deutsche ist mehr so der Typ, der schwerst übergewichtig, herzkrank zum Arzt kommt. Und ich höre will, er soll sein Leben umstellen. Der will eine Tablette haben, damit er weiter saufen kann. Das ist so unsere Haltung. Und deshalb wählen wir Politiker, die versprechen, es wird alles so weitergehen, wir müssen nur durchhalten. Der Putin muss einfach lernen, was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. Der Morsi muss es ja auch lernen. Sehen Sie, der Morsi steht vor Gericht in Ägypten oder stand vor Gericht wegen Aufruf zu Mord. Das kann man doch als Präsident in der Demokratie nicht machen. Das wird der Obama niemals tun. Obama befiehlt Mord, der ruft nicht dazu auf, das ist was ganz anderes. Barack Obama, der moralische Gegenentwurf des Westens zu Wladimir Putin. Eine zweibeinige Friedenspfeife. Er hatte versprochen, Guantanamo zu schließen vor 6, 7 Jahren.
Guantanamo, ein Gefängnis, das so grausam ist, dass es immer noch Gerüchte gibt, dass es unter russischer Leitung stehen muss. Er hat Guantanamo nicht geschlossen, aber der Obama bringt keine neuen Gefangenen mehr dahin. Das ist der Fortschritt. Der Obama macht nämlich keine Gefangenen. Der lässt die Leute jetzt direkt vor Ort über den Haufen knallen, da wo sie leben. Das spart die Transportkosten nach Guantanamo und die Folterung, die Fütterung im Käfig. Das Drohnenprogramm der USA, keine Verschwörungstheorie, da sind die stolz drauf. Über 3000 Menschen haben die weltweit mindestens in den letzten 5 Jahren über den Haufen geschossen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Der Obama eine Liste veröffentlicht. Da stehen die Namen der Feinde Amerikas drauf, die kann man abknallen, sobald man weiß, wo die sind. Und wenn sie dumm daneben stehen, sind sie ein Kollateralschaden. Ne, was haben Sie so schlechten Umgang? Sie können die Liste hier einsehen. Gut, die 200 Kinder, die bei diesen Drohnenangriffen getötet worden sind, die konnten jetzt noch nicht lesen. Shit happens. 4 tote Kinder im zugeschweißten Schlepper-LKW an der österreichischen Grenze. Boah, wie unmenschlich kann man sein? 200 tote Kinder bei Drohnenangriffen? Ob der Obama sich bei Assad schon mal erkundigt hat, ab wann man als Massenmörder durchgeht? Wir sind die Guten. Wir wissen, wo man die Menschenrechte verteidigen muss, wo man nochmal ein Auge zudrücken kann, weil ich schon so schön gefoltert worden ist wie in Guantanamo. Waterboarding ist doch innovativ, seitdem weiß ich, was ein wasserdichtes Alibi ist. Und wir engagieren uns doch für die Menschenrechte. Julia Timoschenko, können Sie sich erinnern? Wochen, monatelang in unseren Zeitungen, in unseren Nachrichtensendungen von morgens bis abends. Die lag da in Haft mit einem lebensbedrohlichen Bandscheibenvorfall. Die haben die nicht mal zur Behandlung rausgelassen. Wie unmenschlich kann ein Regime sein? Die hätte sich so gerne behandeln lassen. In Guantanamo haben die Spezialisten. Halbe Stunde Waterboarding, haben sie keine Rückenschmerzen mehr. Das ist perfekt. Wegen Julia Timoschenko haben wir damals das Halbfinale bei der letzten Fußball-Europameisterschaft gegen Italien verlieren müssen. Können Sie sich noch erinnern? Die Doppel-EM Polen-Ukraine. Das Endspiel wäre in Kiew gewesen. Da wollte doch kein deutscher Politiker hin. Lesen Sie es nochmal nach. Mein damaliger Innenminister Hans-Peter Friedrich hatte wörtlich gesagt, ich kann nicht in Kiew auf der Tribüne über Fußball jubeln, wenn ein paar Kilometer entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das geht in Brasilien, das geht in Katar, aber nicht in der Ukraine, meine Damen und Herren. Ein paar Wochen später war die Merkel dann in China. Das habe Kabinett war dabei, Spitze der deutschen DAX-Konzerne. In China werden die Menschenrechte nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. In Saudi-Arabien mit dem Stöckchen gestreichelt. Ne? Saudi-Arabien ist der Finanzier des Terrors weltweit. Die zu bombardieren hat noch nie einer vorgeschlagen. Warum auch? Mit Saudi-Arabien machen wir doch prima Geschäfte. Die liefern Öl, wir liefern denen Panzer. Vielleicht sollte ISIS mal ein paar Panzer bestellen. Da könnte man noch mal ins Gespräch kommen. Die Chinesen haben damals Airbusse bestellt. 52 Airbusse. Konnte Janukowitsch sich nicht leisten in der Ukraine. Wer Airbusse kauft, darf darin auch die politischen Gefangenen entlagern. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Doppelmoral, oder? Herr Gauck, kommen Sie mit Doppelmoral eigentlich noch aus oder sind Sie schon bei Vierfachmoral? Als Pfaffe sitzen Sie doch an der Quelle. Bei Waffenhandel dasselbe Spiel. Natürlich sind wir Deutschen entsetzt, wenn wir hören, dass Kriege geführt werden, dass unschuldige Menschen wahllos über den Haufen geschossen werden. Aber wenn, dann auch bitte mit anständigem Gerät. Und das kommt nun mal von uns. Wir waren bis vor kurzem der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wenn Sie da mithalten wollen, müssen Sie am Ball bleiben. Da können Sie Waffen nicht nur an Leute liefern, die die nie benutzen. Keine Waffen in Spannungsgebiete, das ist Kirchentagsromantik. Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen, das ist doch kein Geschäftsmodell. Das sind doch Arbeitsplätze hier bei uns. Tausende glückliche Familien zahlen ihre Reihenhäuser ab in Jobs in der Rüstungsindustrie. Und die Verteidigung ist doch immer klar. Wenn wir die Waffe nicht liefern, macht es doch jemand anders. Merken Sie das mal, wenn Sie mal vor Gericht stehen. Herr Richter, hätte ich den mal nicht umgebracht, hätte es doch ein anderer gemacht. Dann doch lieber vom Fachmann, da sind wir uns doch einig, oder? Außerdem liefern wir nicht nur die Waffen, wir liefern auch noch die Prothesen. Deutschland ist Weltmarktführer in der Medizintechnik. Wir haben das Know-how für Bein ab und Bein dran. Das sind Systemangebote, die wir da machen. Und sehen Sie es einfach so, jeder Afrikaner,
der im Bürgerkrieg mit einer Waffe von Heckler und Koch über den Haufen geschossen worden ist, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Fangen Sie mal an, in größeren Zusammenhängen zu denken. So wie der Bundespräsident. Das ist die Freiheit, vor der Gaugema sabbert. Die Freiheit, Geschäfte zu machen. Das ist die einzige Freiheit, die zählt im Kapitalismus. Nicht die Menschenrechte. Nein, die Bundeswehr muss die Handelswege frei halten. Weltweit, damit wir Geschäfte machen können. Mit jedem Schwein auf der Welt. Solange es nur bezahlen kann. Wir werden mit Angst regiert. Merken Sie das langsam? Sie machen uns Angst davor, dass es was Schlimmeres geben könnte als den Abgrund, auf den wir wissentlich zurasen. Sie machen uns Angst vor der Rentenlücke. Dabei ist die umlagefinanzierte Rente das einzig sichere System, speziell für untere und normale Einkommen. Alle zahlen ein, von allem, was sie verdienen, nur 5%, nicht wie jetzt 20%, von allem und dann Höchstrente und Mindestrente. Das ist das Schweizer Modell. Sie können sich mal erkundigen. In der Schweiz zahlen sie von allem ein und haben trotzdem hinterher maximal 3.000 Schweizer Franken als Rente. Und deshalb sind die Reichen in der Schweiz ja eigentlich immer auf der Flucht aus der Schweiz, wenn da nicht die Schussanlagen an der Grenze wären. Aber ich kann das alles 100-mal erklären. Ich habe das auch schon 100-mal erklärt. Sie lesen einen Artikel in der Rheinischen Post und kommen wieder mit der Rentenlücke. Und heute kommen die auf einen Arbeiter, 7 Rentner. Wie soll das gehen? Der eine Arbeiter ist 20-mal so produktiv wie vor 30 Jahren. Der könnte 20 Rentner durchfüttern, im Gegensatz zu dem von vor 30 Jahren. Aber ich weiß, es ist sinnlos. Der Deutsche hat Angst vor dem Scheitern der Regierung. Unsere Zeitungen machen uns Angst vor Weimarer Verhältnissen. Was war das Problem an Weimar? Doch nicht, dass es viele Parteien gab. Das Problem war, dass die Konservativen nicht bereit waren, in einer Minderheit mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten. Die Konservativen haben im Zweifelsfall lieber mit den Faschisten zusammengearbeitet, weil sie gedacht haben, da können sie ihre Schäfchen besser ins Trockene bringen. Der Hitler hat nie mehr als 33% gehabt bei der letzten freien Wahl. Den hätte man locker in Schach halten können, genau wie jetzt die Front National in Frankreich. Wenn die Konservativen und die Sozialisten sich einigen in jedem Departement und sagen, hier, da tritt immer noch der an, der von uns der Stärkste ist, hat der Front National keine Chance. Faschismus hat keine Chance in der Demokratie, wenn die echten Demokraten zusammenhalten. Nur. Für Frau Merkel würde ich vielleicht sogar noch annehmen, dass sie nicht bereit wäre, mit den Rechten zusammenzuarbeiten. Bei Herrn Schäuble und Herrn de Maizière wäre ich mir da schon nicht mehr so sicher. Wir haben Angst, die stabile Regierung zu verlieren. Wir brauchen vernünftige Politik, nicht stabile Regierung. Die Griechen haben 30 Jahre lang stabile Regierung. Ist denn super bekommen, ne? Und da hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Auch so ein Medienthema. Der demografische Faktor. Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Deutsche. Wie das gehen soll, weiß überhaupt noch keiner. Haben die Afrikaner schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, da wollen wir auch nicht mehr. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Die machen in Europa jedes Jahr die Umfragen, wo sind die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden. Drei Länder stehen immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden, Norwegen. Die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten Steuersätzen. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, das macht die Mehrheit an der Bevölkerung glücklich und zufrieden. Toll, toll, toll. Aber der Deutsche Angst vor dem Aussterben und vor der Rentenlücke, vor dem Scheitern der Regierung und vor Al-Qaida, vor Putin und vor ISIS. Und am Ende weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich.